Okay. Haben die mir Telefon abgenommen? Nee, die haben mir gar nichts abgenommen, ne? Nee, ich meine nicht. Gerrit, laufen die Abos nochmal weiter. Wenn du das über PayPal machst oder sowas, dann laufen die nochmal weiter. Oder du schließt halt das Abo ab, ne? Also den Sub. Und gehst unter Abonnements und beendest das direkt wieder. Dann gibt es da keine Verlängerung, ne? Spendest du auch Benutzer unter? Du bist eine Sau, Giabi. Du bist eine Sau. Ich weiß es jetzt nicht, ob die mir das Handy abgenommen haben. Warte mal. Ich bin von oben. Der hat mich getasert. So, und dann bin ich ihm hinterhergegangen. So, dann bin ich dem Polizisten hinterhergegangen hier runter. So, dann waren wir hier drinne. Dann hat der eine Polizist mich durchsucht. Wegen. Genau, der hat mich durchsucht. Hat er noch gesagt, Sarg, Führerschein. Aber die haben mir nichts abgenommen. Nein, nein, die haben mir nichts abgenommen. Scheißstuhl, wa? So, so ist gut. Ulster! Wow. Ulster. Dankeschön. Vielen Dank für 5 Monate. Dankeschön für den Resub. Vielen, vielen Dank. So. Ich rufe einfach. Die können mich mal. Ich rufe einfach. Moment. Hallo. Hallo. Huhu. Hallo. Hilfe. Nick Magic Trick. Nick Magic Trick. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Sub. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Hey, ist hier keiner, oder? Die sind alle noch in der Besprechung, oder? No. Ich will hier raus. Hallo. No. Sieht ja schon ekelhaft aus, ne? Obwohl, guck mal. So schlecht als Frau sieht der doch gar nicht aus, oder? Nö. Da gibt's also, ne? Ja, jo, die Beine, ne? Das ist ein bisschen komisch. Hallo. Hilfe. Im Keller. Froschkönig, Dankeschön für 300 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Der Froschkönig. Und Passback ist im 3. Monat. 3 Monate. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Dass du weiterhin hierbei bist. Vielen, vielen Dank. Ochsengemolken, du bist eine alte Sau. Traffic, Dankeschön für 200 Bits. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Oh, Kinder, was ist hier los? Ey, seid ihr irre? Haben wir LTT, Lohntütentag? Gab es frisches Geld oder was? Hammer. Hollywood, Dankeschön für 600 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Ich glaube, es ist noch gar kein Polizist da, aber. Ach ja, deine Gangart. Ja, aber es war das Einzigste, was man nehmen konnte. Das sind ja alles Männergangarten, die ein bisschen was so an die Weiblichkeit rankamen, ne?
Der Rest war doch totale Scheiße. Ja. Oh, der geht jetzt ganz normal, ne? Warte. Laufstil. Was hatten wir? Was war das? Ängstlich, ne? Ja, ängstlich war das, ja. Ja. Ich rufe jetzt nochmal. Hallo? Hallo? Hier im Keller? Das beschämt? Was hatte ich? Tante Lissi, grüße ich. Wie geht's dir? Was passiert? Ja, Smoke hat einen Wandel durchlebt. Ja. Ach, Herr. Hallo. Wow, Random Gear. Dr. Zimanovic, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich das Telefon noch habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich das abgegeben habe, ob sie es mir abgenommen haben, aber da gehe ich lieber auf Nummer sicher und habe ich halt gar kein Telefon. Ja. Hört sich an wie Opa, ne? Ja. Die sind auf Augen spezialisiert und da muss... Oh... Aber alles gut überstanden, oder was? Smokarella. Gunfighter. Hallo Gerrit, rate mal, was ich jetzt gleich mache. Weiß ich nicht, Scum spielen oder so? Gunfighter? Atze. Der hat ihn schon neu gestartet, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann hieß es eben, es ist Swipe. Die haben auch die Save Games gelöscht und alles. Also von Scum aus, ne? Die hat gut gelacht, die hat zugeguckt letztes Mal, meine Frau. Die hat aber erst zugeguckt, ab dem Zeitpunkt kam die rein, wo ich als Frau hier, als Annabelle Vicario, vorm PD rumgelaufen bin, da rumgelungert habe. Da hat die eingeschaltet, wa? Kero, Dankeschön für den Euro, vielen, vielen Dank für die Donation, Dankeschön. Guten Abend. Hallo. Kenn ich sie irgendwo her? Nee. Okay, ich bin gleich mal wieder da. Kann ich wieder raus? Wer sind Sie denn? Annabelle. Annabelle, okay. Muss ich mal nachfragen. Machen wir die Annabelle. Wow, Chris, du bist eine Sau. Wie fandest du deine Frau? Lustig. Aber die guckt selten zu, sehr selten. Das sind wirklich Ausnahmen. Minchen, wie geht's dir? Ach, Gunfighter. Gunfighter, danke schön für 2 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön, sehr lieb. Der Gunfighter. OP, ach so, erst am Freitag, ach so. Dann drücke ich mal die Däumchen, wa? Freitag. Stimmt es, dass ein neuer... Keine Ahnung. Weiß ich nicht, rot, Junge. The House of the Rising Sun. Also. Mir geht's auch gut, Mienchen. Dankeschön. Zeigen sich da in-game etwa die versteckten Neigungen von dir, du Lümmel? Wo kommen die denn jetzt alle her?
Kommen die alle aus der Zelle? Haben die Yang-Bang gemacht oder was? Member grüße ich, ne? Morgen Vorstellungsgespräch. Die Horrorpuppe. Nein, Mado Vogel. Jenso, na? Hey, was machen die da? Machen die da Ringelpiez mit anfassen oder was läuft da in der Zelle nebenan? Hallo? Moment, Geduld, ich muss kurz hier nebenan mich noch rumkümmern. Okay. Die Goldkette killt alles. Was? HM. Keine Nachricht. Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, HM. Ob das automatisch weitergeht. Wenn du das über PayPal, so mache ich das ja, wo ich Sub bin, dann läuft das automatisch weiter, bis ich halt kündige, ne? Sind halt alle ein bisschen schwul. Die wollen dich gleich alle rannehmen. Was? Wow. Halt doch mal den Spiegel durchs Gitter. Ja, das geht nicht. Nach 18 Jahren in derselben Firma wird Zeit für was Neues. Ja, ist nicht immer so, ne? Ist nicht immer so. Oh, Dean Wood. Teufelchen. Dean Wood, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Ich zieh mich doch nicht aus, bist bekloppt. Ach, Kinders. Knastporno, ach so. Colbinho grüßt dich. Lord Philos. Ja, Lord Philos. Ja. Müsste ich heute gelesen haben, ne? Gerrit gleich Bus bauen? Was baue ich gleich? Einen Bus? Gestern? Du meinst diese Nacht dann? Wie das kontrolliert wird, ob ich Nachrichten lese? Die Firma wird immer schlimmer. Ja gut, okay. Das ist dann ein Argument, ja. Ja. Ey, was ist denn da los? Alles klar. Bitteschön. Ja. Oh, das Dings bei Carsten, glaube ich. Was machen? Da kommen immer mehr Typen. Hey, ist da ein Loch in der Wand, ja, oder was? Hast du noch was gewusst für 1981? Steckt er da irgendwas durch die Gitter oder was? Was machen die da? Hey, ich will hier raus. Ich will auch mal. Nee. Fabinho, grüß dich. Jobe, ja, auf jeden Fall. Und bei dir? Belgan, Kero. Hallo. Wie
Sie denn? Hallo, Annabelle. Und du? Kollege, hast du kurz? Ja, ich hab kurz. Was? Wie heißt du? Bin der Reiter. Kannst du mal deinen Maul halten? Bitte? Annabelle, Annabelle, wie noch? Ah, Annabelle Vicario. Und du? Hä? Nee, da bist du niemals. Doch, bin ich. Ich war lange weg. Ich war auf einer Insel mit ganz vielen Männern. Hm. Und wo sind deine Möpse hin? Hm. Die haben die Männer. Hm. Oh, Entschuldigung. Hä? Hm. Sind Sie Rainer? Mit Nachnamen? Ja, nee, nee, lass mal. Was? Wie, lass mal? Was? Was? Wie, lass mal? Findet der mich nicht attraktiv, oder was? Was? Wow. Mois, Dankeschön für den Euro. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Lizzie! War der nicht mit Annabelle zusammen? Ja, klar. Der war ja mit Annabelle zusammen. Fuck. Stimmt. Rainer. Was denn für ein Rainer, Mann? Kannst du mal ruhig sein da drüben? Was ist denn? Was ist das für ein ungepflegter Typ? Wer? Der das gerade gesagt hat, ich soll ruhig sein. Keine Ahnung, irgendwie müffelt hier. Ach so. Rainer. Entschuldigen Sie mal, mit seiner piepsigen Stimme labert er mich ja die ganze Zeit voll. Er kann da nicht mehr leiden. Hä, wer? Rainer. Ja, dann ist sie, keine Ahnung. Die Transe da, oder keine Ahnung, wer das ist. Was denn? Findest du mich hübsch? Nee. Wie heißt du mit Nachnamen? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll. Bitte. Nee. Rainer, sag mir deinen Nachnamen und dann zeige ich dir ganz schöne Sachen. Die schönen Sachen habe ich in der Hose. Lass gut sein. Guck mal, ich habe ein Röckchen. Rainer. Ja, weiter. Hört uns keiner? Nee, ich glaub nicht. Rainer. Ach du Scheiße, ich wusste, halt die Klappe, halt schnell, halt die Klappe. Ich bin Schmoker. Rainer, ich hab Probleme. Kannst du mich rausholen, bitte? War das so angestellt? Ja, ich wollte mich tarnen. Der Polizist hat gesagt, Schmoker, du Idiot. Ich habe gesagt, ich bin Geheimagent. Hat der gesagt, da musst du dich besser tarnen. Und ich dachte, dann zieh dir Frauensachen an. Fall ich gar nicht auf, weißt du? Du kannst dir nichts Besseres einfallen lassen als Deckname Annabelle Vicario, ernsthaft? Ja, das fiel mir gerade nur so ein. Dann nur die rote Haare dazu, ey. Rainer. Ja, warum sitzt sie jetzt hier unten? Ja, weil ich meinen Ausweis nicht stimmt. Hör mal, wenn denn jetzt raus, los. Was? Oh. Renn. Wo denn? Na hinten. Oh. Schnell. Ja. Oh. Die geht nicht. Hilfe. Oh nein. Ich muss noch Funk. Okay, bleiben Sie dort, zivil und unterstützen. Und? Hey.
Hey, ab in die Zelle wieder. Bringen Sie den runter in die Zelle. Kater! Oder Rainer, mach du das mal. Bring den mal hier runter in die Zelle. Ja, mach ich. Smoke, ab in die Zelle. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, du hast nichts gemacht. Ab in die Zelle. Oh, Telefon. Hallo? Hör mal, ich hab gesagt, hinten raus, Mann. Da war zu. Stromausfall, nichts ist zu. Da ist zu. Nee. Doch. Ich kümmere mich hier unten drum, ihr könnt hochgehen. Okay. Hallo. Hä? Komm. Ja. Tschüss. Sie bleiben schön da, ne? Hey, warte. Ja? Los, hau mir jetzt rein, richtig fest, warte. Ich soll nicht hauen. Ich bin doch noch gefesselt. Ja, warte, das haben wir gleich. Ich ruf dich gleich an, ne? Ich hau dir erst in die Fresse. Komm mir richtig eins rein, du. Ja, okay. Rainer, verlob. Komm mal. Ja. Mit dir rein. Ja. Okay. Tschüss, Rainer. Na, tschö. Entschuldigung. Na. Oh, fuck. Rainer. Nein. Rainer. Ist zu. Oh, warte, komm, dann da oben noch mal. Komm. Ja, Rainer. So, jetzt. Moment. Ist das Gitter auf, Rainer? Rainer, ist das Gitter auf? Nee, oben drüber. Wie oben drüber? Was? Rainer! Ja! Rainer, ich liebe dich. Rainer. Ja. Oh, wir müssen uns umziehen. Ganz schnell. Wir müssen uns ganz schnell umziehen. Scheiße. Tokas! Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr lieb von dir, Tokas. Ich muss mich direkt umziehen. Kalter Ross, dankeschön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, Kalter Ross. Das Schöne ist ja wirklich ein Smoker, ne? Dadurch, dass er bekloppt ist, du kannst eigentlich... Guck mal, der kann der Mark sein, wenn er will. Der kann Annabelle Vicario sein. Er kann Smoker sein. Das ist richtig schön. Warte mal, Einstellungen. Nee, warte, sehe ich das nicht auf der Map? Warte mal. Nee, Kleiderläden. Okay, Kleiderläden ein. Wo ist der billige Laden hier? Discount, ne? Nordmann, dankeschön für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir, Nordmann. Und Nordcolor, vielen Dank auch an dich für den Sub. Dankeschön für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hä? Also. Ja. Oh, Scheiße. Hierhin.
So. Komm raus, Junge, schnell. Zieh dich um, können die nichts nachweisen. So, abgeschlossen. Vielen, vielen Dank. Die haben nicht in der Hand. Nee, wenn ich jetzt als Smoker? Nein. Absolut nicht. So, Umkleidekabine? Okay. Wieso hab ich denn hier keine... Okay, Hose haben wir. Schuhe, lass mal an. Accessoires. Wie kriegen die Dings weg? Die Kette. So, wie kriege ich die Kette weg? Wie geht das denn? Warte mal. Die ist schon weg, ne? Oder? Ja, man sieht sie auf jeden Fall nicht mehr. Okay, aber... Warte mal. Aber wie... Brille aus. Accessoire aus. So. Okay. Friseur und Laufstil. Okay. So. Sieht aus wie Pumuckl, ne? Schuhe lila. Ja, das ist ja. Das ist ja. Ernst schön. Was? Da geht doch irgendwas in die Hose? Wow. Nein, nein, das läuft schon. Die können wir gar nichts anhaben jetzt. Sollen sich einen Ausweis in die Haare schmieren. So, ab zum Friseur. Schmurmuckel. Ja, ja, Schmurmuckel. Der Rainer. Hammer 8, ey. Der Typ. Wow, so was die Things hier wieder, ne? Ich dachte schon, wer Polizei. Wow, ist er am Desinken? Dead Killer, das ist ja lieb. Dead Killer, vielen, vielen Dank für den Sub. Dankeschön, dass du auch hier in die Ballerbursch rein bist, ne? Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dead Killer. So. Identität konnten sie ja nicht nachweisen. Aufgrund, weil sie kein, hat doch Führerschein, ne? Ich sag einfach, es ist mir geklaut worden. Arsch verloren, Arschlecken. Sollen sie erstmal nachweisen. So. So. Okay, Friseur. Die suchen bestimmt Annabelle. Ja, ja. Thomas, wie geht's dir? So. Bruno. Mach mal Haare schön. Wo ist mein Grau? Hä? Ich habe doch nie so weiße Haare gehabt, oder? Ne, hier, ne? Das, ach, das ist ja auch gar nicht meine Frisur. Okay, das ist ja auch gar nicht meine Frisur. Ich denke gerade schon, hä, irgendwas stimmt hier aber nicht. So. Och, Herm. Och, Herm. Der arme Smoker. Warte mal. Das müssen wir mal anders machen. Warte mal.
Das müssen wir mal kurz anders machen. Kleidung. Hm, was denn jetzt? Warte mal. Ich kann kein M drücken. Kneipe und Pink, Dankeschön. Ja, Schmomuckel, vielen, vielen Dank für 5 Euro. Dankeschön für die Donation. Dankeschön. Schmomuckel. So, okay. So, Haare schneiden. Lass mal gucken, welche Frisur hat der Smoker? Nee. Ah, hier. Da. Da ist Schmuckerlinchen. So. Okay. So. Müller im Tell, wie geht's dir? Dortmann der Junge, alles klar? So eine Verrückte. Ja, nee, eine Verrückte. Verrückte mit roten Haaren hat mir Führerschein geklaut. Ja. So, jetzt telefonieren wir aber erstmal. Jetzt kann uns keiner mehr mal anhaben. Ja. Hallo, Rainer. Hör mal, du hast mir eine ordentliche Wumme da den Kopf verpasst. Du hast doch gesagt, ich soll schauen. Ja, aber nee, war gut so, war gut so. Ja. Hör mal, wenn wer fragt, du hast mir die Tür in den Kopf gehauen, ne? Wer, ich? Ne, die Frau Annabel. Ja. Meine ich ja. Ja. Was denken da unten drin? Ja. Herr Rainer, sollen wir uns treffen, mal reden? Was ist jetzt los? So, okay, fahren wir erstmal putzen. Fahren wir erstmal putzen. Ja, ja. Sorry, Gespräch war weg. Wo willst du dich denn treffen? Weiß ich nicht, ist mir egal. Ja, so. Stadtpark da. Ja, da wo die Bank ist. Ja, machen wir. Bis gleich. Bis gleich, tschö. Porsche weg? Nee, der Porsche ist in der Abholstelle, genau wie der Bus. Warte mal, bin ich nicht gerade hier in der Gegend? Warte mal. Nee, das ist hier, ne? Verwahrstelle. Sturm, grüß dich. Rex, du Vögelchen. Blatt. Guten Abend. Na, hallo. Oh. Ups. Ja. No. Scheiße. Mein Porsche.
Ja. Flo, danke schön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, Flo. Ach, das ist doch nicht wahr, Mann. Ohne Scheiße. Essen. Na, ja, Officer. Ja, ja, ja. Geben Sie bitte durch, die Krankenhausbesatzung hat sich im Behandlungsraum 1 verschanzt. Es fallen extrem viele Schüsse vom Krankenhaus. Alles klar, Smoker, steig mal wieder ein. Nee, mein Auto, da stimmt was nicht mit. Mein Auto. Mal eben im Auto sitzen, wir müssen eben mal klären gehen. Ja. So. Ja, mein Auto da hinten. Wo fahren wir bleib hin? Mal kurz drin, bleib mal kurz drin. Ja. Da lag was auf der Straße, habe ich aufgehoben. Naja, alles gut. Also, wir müssen mal ganz schnell zum Krankenhaus. Ja, okay. Aber bleib bitte drin, ja? Ja, nicht, dass da was passiert. Nee, Rainer, klar. Habe ich einen Einsatz hier? Du kannst Sarah den Dreck verboten, wir brauchen Werfer, die sind, ja. Was habe ich? Du darfst Sarah das Krankenhaus putzen, wenn wir fertig sind. Nee, da habe ich keinen Vertrag mit. Scheiße, ich glaube, schlechte Idee. Oh! Lebst du doch? Alles gut? Ja. Doch. Scheiße, was ist denn da los? Das waren Schüsse, Rainer. Nee, er war Platzpatrone, der war. No. Hast du Waffen bei? Ja, aber das wird nicht reichen dafür. Ne, fahr nicht direkt dahin, bist du irre? Ich bleib doch hier im Auto nicht sitzen. Hilf! Smoker, bleib im Auto sitzen, ne? Es passiert dir nichts. Ja. Okay, Rainer. Ist das okay bei dir? Rainer, ich bin verletzt. Da. Ja, bleib mal liegen. Ich blute. Rainer. Rainer, kannst du mir einen Wunsch erfüllen? Warte doch mal kurz, meine Güte. Kannst du meiner Frau sagen, dass ich sie immer geliebt habe? No. Halt, legen wir gleich hin. Wo tut's denn weh? An der Schulter, Rainer. Ich glaube, ich sterbe. Mehr. Oh, nicht so viel ruckeln. Oh, Rainer.
Hilf mir, Rainer! Ja, warte. Thor, hast du kein Verband bei? No. Oh. Das tut so weh, Rainer. Guck mal, dem haben wir jetzt in der Schulter bei dir. Smoker, was ist los? Wurde geschossen. Schulterstreifschuss, aber nur. Guck mal, den Verband, den machen wir dir mal um die Schulter. Wie ein scheiß Schuss. Hätte er mich treffen sollen, richtig? Ja, wahrscheinlich. Mach dir den Verband bei dir um die Schulter, ich helfe dir dabei. Ich soll mir ja noch selber drum machen. Wow. Ja, ich helfe dir ja, weil du musst nur heben. Ja, ich heb mal so. No. Das tut nicht so fest, der Rainer. Da. Dankeschön. Geht es? Ja, da tut weh. Warte, ich habe ich nicht Tabletten, Voltaren, Schmerztabletten. Warte mal. So, ich nehme schon mal eine. Hier, das macht die Schmerzen weg. Hast nicht von mir. Was? No, was ist das? Zigarette? Ja, das ist Zigarette. Rauch die, dann geht dir besser. No, okay, Rainer. No. Oh. Hä? Na? Jesus, was ist das? Was? Ra? Was ist das? Na? Nein, na. Hallo, na Rainer, wie geht's dir? Heide Witzka, Herr Kapitän. Rainer, hast du Essen bei? Ja, aber setz dich erstmal rein. Ja, okay. Wo fahren wir jetzt hin? Ein paar Meter weg. Warum? Ist gefährlich. No. Weine nicht, kleine Eva. Wenn ich heute auch von dir gehe. Hier ist der Puff, Rainer. Hier putz ich. Ja, momentan nicht mehr los, ne? Das ist ein Puff, ein Drecksladen. Der ist richtig dreckig. Der ist richtig dreckig. Ja. Rainer, danke schön, ne? Ja. Komm, dann geh mal. Komm, ich zeig dir, warst du schon mal da drin? Komm mit. Ja. No, vorsichtig, das schwankt hier, also alles. Warum haben wir denn schon wieder Erdbeben hier in Los Santos? Das sind die Nebenwirkungen von dem Schmerzmittel, was ich dir gegeben habe. Was, wenn du hast mir was, eine Zigarette gegeben? Ja, das hilft ja. Alles gut. Ja, no, Hilfe. No. Das ist, als wenn ich getrunken hätte, Rainer. Nee, nicht ganz so schlimm. No. Wo sind ich? Wenn du irgendwann einhören, dann sagst du Bescheid. Einhören, ne? No. Ne. Oh, mir ist gar nicht gut, Rainer. Mir ist gar nicht gut. Komm mit. So. Guck mal. Das ist das Puff-Arbeitszimmer, Rainer. Total. Warum ist hier eigentlich keiner mehr? Er wurde irgendwie aufgegeben. Wir zahlen noch keine Miete mehr. Wie keine? Kann man einen neuen suchen, der das hier leiten will. Wie keine Miete mehr? Das ist gar nicht Eigentum, das ist gemietet oder was? Ja. Ich habe da auch 10% Anteile dran. Am Puff? Ja, sicher. Du als Polizist hast am Puff Anteile? Hör mal, das ist ein staatlicher Tanzladen, kein Puff. Staatlicher Tanzladen. Wie Miete? Was meinst du mit Miete? Müssen die jeden Monat Miete hierfür bezahlen? Ja, so in etwa. Kam nichts mehr rein. Ach, die haben nicht mehr bezahlt? Ach so. Ja, jetzt suchen wir einen anderen, der das machen kann. Wie anderen?
Wie? Der die Hütte hier schmeißen will. Den Puff? Ja, ja. Den Tanzclub-Offizier, ja. Ja. Was kostet so ein Tanzclub, Rainer? Puh, weil so 150, 200.000. Im Monat? Für Quartal. Was ist ein Quartal? Was ist denn das? Was ist Quartal? Für immer oder was? Nee, so ein Halbjahr. Doppelquartal. Halbjahr. Das heißt 150.000 für 6, 7. Nee. Wie viele Monate hat ein Halbjahr? 6. Genau, 100, okay. 100 für ein Halbjahr. Das ist sehr so. Ja, okay. Soll ich mich hier ausziehen oder wo willst du lieber rein? Hä? Du hast ja gesagt, du willst 6. Für. Was? 6, die Zahl. 6. Hier, 6. Ach so, was mehr als 5, ne? Ja, weniger genau, als 7. Genau, 1 mehr als 5, 1 weniger als 7. Ja. Wie viel? 100.000 oder was? Naja. Wie, ja, ja? Ja, 100.000. Und hier kann. Ja, oh, gut. Da, deine Medizin hat nachgelassen. Jojo, aber der Schmerz soll trotzdem wegbleiben, ein bisschen. Hör mal, Rainer. Du hast mich gerade gesagt, für weniger als 7, mehr als 5 Monate, 100.000, ne? Miete. Ja, ja, genau. Ja. Und was sucht ihr da für jemanden? So einen aus wie dir. Wie hieß der eine Mann? Brian Green, ne? Ja, jemand, der das hier auf Reihe kriegt. Mit dem Stangen tanzen? Ich kann genau, Stangen tanzen, ja. Rainer. Nee. Also, du musst ja hingehen, du musst eine Frau in hübsche besorgen, die eine Stange tanzen da vorne, eine Ding an der, weißt du? Was? Nuttens? Oder was? Muss ich ja, Nuttens? Ja, so ähnlich. Muss ich Nuttens holen? Ja, ja, dann lässt ihr die ja tanzen und dann die Privattänze und ein bisschen Geld reinschöffeln, ne? Die noch mit nackt nach hinten durchgehen und Fummel machen, ne? Ja, das nicht unbedingt. No. Ja. Aber tanzen dann so nackt, ne? Ja, 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 so halbnackt, ne? Ja. Ja. Und habt ihr euch denn schon entschieden? Wen ihr denn? Nö, bis jetzt hat sich da noch keiner gemeldet, das Ding da weiterzumachen. Wir mal gucken. Wer. Kennst du da jemanden, der das vermietet oder was? Naja, ich habe ja auch Anteile dran. Ja, das sagtest du ja schon. 100.000. Rainer? Was denn? Wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, ich hätte 100.000 Cash, ne? Ja. Dann habe ich den Puff hier für weniger als 7, mehr als 5, ne? Monate. Ja, ja, genau. Würde ich das denn auch kriegen? Weil ich bin ja normalerweise nicht so der hellste Kuchen auf der Kerze. Weißt du, was ich meine? Pass mal auf, wenn du da Interesse dran hast, dann telefoniere ich mal eben. Dann kläre ich das ab. Mit wem? Naja, mit dem restlichen Besitzer davon. Wie noch mehr? Ach so, die das vermieten. Hey, ja, ja, richtig. Ja, richtig. Dann warte ich hier. Ich setze mich auf die Couch. Naja, mach mal. Ich telefoniere mal. Ja. No. So. Puff. Alter. Das, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht, dass. Nein, ich werde es, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, Puff passt irgendwie nicht zum Smoker. Nee, oder? Nee. Rossi, schlaf gut. Darkwing, dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, sehr lieb von dir.
Flecktarn Gummidildo, Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Vielen Dank. Flecktarn Gummidildo. Und wir haben einen Sub geschenkt. Der Dom Rap haut ein Sub-Geschenk raus. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Und das geht raus an den Grokasch. Herzlich willkommen. Ich weiß es nicht, ne? Madame Flauschig, ne? Das mit den Frauen. Ja, Smoker kann natürlich sehr gut mit Frauen umgehen, das stimmt schon. Das ist natürlich ein Pluspunkt, ja. Aber so ein Schuppenleiten, ne? I don't know, ne? Ha, ich hab's. Okay. Ja, Smoker? Herr Hopfner. Ja, bitte. Ich bin's, Smoker. Grüß dich, wie geht's dir? Ja, bin nicht so gut. Ich glaube, ich hab gekifft, aber das geht schon wieder weg. Herr Hopfner? Ja. Hatten Sie schon mal einen Puff? Was hatte ich? Ja, ob Sie nicht, dass Sie schon mal einen Puff waren, das waren Sie ja. Aber ob Sie schon mal einen Puff besessen haben? Nee, warum? Ja, ich könnte jetzt einen mieten. Könnten wir das später besprechen, weil wir haben gerade High Life im Krankenhaus. Ich muss wahrscheinlich jetzt gleich mehrere Patienten operieren. Ja, okay, können wir machen. Tschö. Ich melde mich bei dir. Ciao. Ja. Monaco, grüß dich. Lass das lieber oder dafür müsstest du öfters GTA zocken. Nein, das stimmt nicht. Sonst ist das nachher wie bei Walle. Walle spielt ja gar nicht mehr. Ist es bös gemeint? Finde, GTA wird langsam langweilig. Ja, so der GTA-Hype, der ist aber schon länger ein bisschen, ne? Bisschen weg. Viele Arbeit, ne? Ja, das ist viel Arbeit, das ist wirklich viel Arbeit. Das ist ja ein bisschen das, was mich abschreckt, weißt du? Hört Walle komplett auf? Nee. Aber, ja, man hat irgendwann, denke ich mal, bei ihm ist das gerade eingetroffen, entweder nicht mehr die Zeit für GTA oder keine Lust. Das kann ich nicht beurteilen. Smoker könnte als Janine von hinten und mir, ja. ich muss echt mal gucken. Ich bräuchte Tänzerin. Ich bräuchte Türsteher. So, bin wieder da. Ja, rein, hab dich gesehen. Also, folgendermaßen, ich hab grad telefoniert. Also 100.000, aber quartalsweise, das heißt alle 3 Monate. Hä? Wie viel? 100.000 alle 3 Monate. Was? Das ist aber viel Geld. Naja, du kriegst ja automatisch hier was und die erste Miete fällt quasi aus. Also, muss ich hier auch selber renovieren? Nee, das wird nur gemacht. Ja. Aber wenn du das machen willst, sparst du Geld, ne? Und das ist dann mein Puff? Das ist dann dein Tanzlokal, ja. Ja.
Ah, ja. Wie mache ich das denn mit dem? Dann, ja, das Ding hat ja, nehmen wir mal an, der Puff hier hat dreimal die Woche auf, ne? Nehmen wir mal an. Dann kann ich ja noch weiter putzen gehen, ne? Ja, sicher, kannst du immer noch Geld verschwinden, ein bisschen, ne? Ne, und wer kriegt das Geld? Was denn? Die 100.000? Naja, das geht an die ganzen Besitzer, ne, die vermieten. Ja. Alter, wir kommen gerade Gedanken hier. Aber die kannst du mir immer überweisen. Karaoke, Roy Black oder sowas. Die Flippers und so. Oh. Ja. Da überlegt er das gut, ne? Ja. Ja. Okay, Rainer. Okay. Was okay? Willst du oder was? Ja, mach ich. Ich Personal muss ich mich alles selber kümmern, ne? Da. Ja, warte mal, dann pass mal auf. Wie, was? So, hier habe ich so einen Blanko-Vertrag. Den müsste man nur unterschreiben. Dann gebe ich dir das Ding. Personal, das musst du selber regeln, ja? Ja. Hier unterschreiben, oder was? Naja, mit deinem Namen. Und nicht mit Annabe, bitte. Schmo. Wie geht das weiter? Schmo. Rainer. Was kommt noch? Schmo. Ja, das passt schon so. Ist okay so. Ja. No. Okay. Gut, dann hier hast du den Schlüssel. Einstellen kannst du die Leute ganz normal. Firmenkonto müsstest du auch haben. Alles passt dann. Nee, echt? Ja. Und wo ist da irgendwo ein Sicherheitsschloss für vorne das Ding aufzumachen, den Puff? Naja, gehen wir mal hin. Ja. No. Oh Gott. Rainer, ich bin Chef hier jetzt, ne? Richtig? Naja. So. Du, da hinten, wir reden gleich. So, komm, Rainer. So, hier sind überall Zylinderschlösser. Ja. Ja. Nee. Das Zylinderschloss, das ist ein Klemmpool. Geh du mal gucken. Sonntagsbraten, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Vielleicht mal dran rappeln oder so. Ja, ist immer noch so ein bisschen komisch, ne? So die Umgebung. Hat der mir Arsch gegeben. Das ist ein Arsch, ist das, ey. Der gibt dem Smoker auch immer alles. Soll ich mal drücken, Rainer? Ist wirklich so, ne? Erst setzt er mich unter Drogen und dann kassiert er 100.000 Dollar von mir. Das ist ein Arsch, ey. Rainer ist ein ganz lieber. Weil ich nicht zurechnungsfähig war, ne? Ja. Nee, die Haupttüre ist aber was anderes.
Die Haupttüre ist was anderes. Die anderen Türen ist ja okay, aber die Haupttüre im Club ist immer was anderes, um die aufzumachen, weißt du? Was trinkt der Rainer? Nee, nicht mehr. Oh, oh. Also. Weißt du, wie man Xylophon spielt? Wie man was? Xylophon. Das Kreuzchen da. Guck mal, da ist ein Kreuz überm Schloss. Versuch das mal. Xylophon. Ich bin da zu dumm für. Rainer. Ne. Nee, klappt nicht. Ja, ich weiß, X. Ich weiß. Aber geht nicht. Nein, nein, nein. Geht nicht. Rainer, ich setz mich mal da vorne hin, ne? Ja, ja, ich guck mal, was da nicht stimmt. So. Sunny! Sunny, danke schön für 9 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Das Kind ist da, es ist ein Mädchen. Welchen Namen geben wir denn? Vielen, vielen Dank. Das wird so toll. Ja, man kann einiges draus machen, auf jeden Fall. Nee, er muss das ja, denke ich mal, wahrscheinlich, er muss das ja umschreiben. Auf die Schnelle von Brian Green. Müsste aber funktionieren. Auf mich. Guck mal her. Ja, Rainer. Guck mal, steck mal den Schlüssel hier in das Kreuz. Da sieht aus wie so X oder so. Ja, klar. Ha, da habe ich ja eben schon einen Schlüssel versucht reinzustecken. Nee. Und jetzt versuchen wir nochmal. Ja, warte. Ah, guck mal. Auf. So. Und wenn ich jetzt hier warte, so, jetzt mache ich mal so. So, zu habe ich geschlossen. Jetzt schließe ich mal auf. So, jetzt ist auf. Rainer, geh mal rein. Warum? So. So, ich hab wieder abgeschlossen, Rainer. Naja, komm ich auch nicht rein. Ja. Cool. Ja. Was sind das für Leute gut hier? Also, komm mal mit kurz. Ja. Was? Pole! Bitte?
Pole. Pole? Hey, Pole, willst du für mich arbeiten? Ich arbeite. Mir gehört der Puff hier, den kaufe ich. Was? Dir gehört die Puff? Ja, kannst du für mich arbeiten, Pole? Warte, Mann, dir gehört die Puff. Willst du für mich arbeiten? Ich arbeite doch hier, warum? Ja, wenn du so weitermachst, nicht mehr. Wie soll ich denn machen? Ja, weil mir das Ding jetzt gehört. Wie dir? Hab ich gekauft. Wo gekauft? Habe ich unterschrieben, Vertrag gerade eben. Mit den Besitzern. Mit Brian? Mit Besitzer, ja. Aber gar nicht da. Keine Ahnung, nur weil du ihn nicht siehst, muss der doch nicht da sein, oder? Na klar, du kannst Briefe schreiben, so ist das nicht, aber es ist ein bisschen komisch, dass er sich nicht meldet bei den Mitarbeitern und einfach so abgibt. Also. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ist los? Das weiß ich nicht. Du bist doch nicht arbeitslos, du kannst für mich arbeiten. Für dich arbeiten? Ja. Wie viel zahlst du mir dann? Wie viel hast du denn beim Herrn Brian verdient? Ich habe Brian verdient 2000, war der Chef von Security. 2000 für was? Wie lange? Für die Arbeit. Für wie viel Monate? 2000. Für die ganze Arbeit. 2000. An einem Abend. 2000 Dollar. Vier Stunden durcharbeiten. Oh Jesus. Koordinieren und den Sichern und so und alles drum und dran. Oh. 2000. No. Ja, Pole, kannst du mich... Ich will noch runtergehen auf 1,5, wenn du so möchtest, wenn es dir ein bisschen zu viel ist. Ja, da, kannst du mich vielleicht in 10 Minuten mal anrufen, Pole? Natürlich. Wer ist denn da nebendran, der Mann mit der Hut? Das ist Polizei. Polizei wer? Frag doch selber. Wie heißen Sie, Sir? Geht Ihnen nichts an. Geht nichts an. Alter, 2000, nee. Ey. Niemals. Kriegt er bei mir nicht. Er kann froh sein, wenn er 500 kriegt für 4 Stunden. Was für eine Nummer? Ja, die Nummer von Ihrer. Wie heißt Ihre Nummer? Oh, die Nummer von der Marke. Von welchem Mann? Die habe ich nicht dabei. Ich habe die Kleider nur an. Nee, ich bin eigentlich nicht mehr im Dienst. Ich habe die Kleider nur an zum Waschen zu Hause. Also, ja, gut. Also, Smoker arbeitet mit Ex-Cops zusammen. Okay. Komm, Rainer. Du redest so viel wirres Zeug, Pole. Wirres Zeug? Ja. Nein, wenn dann richtiges Zeug. Komm, Pole. Rainer. Rainer. Den habe ich aber schon gehört. Nun gut, jetzt, wie sieht das aus, Smoker? Warum so rasch? Oh, warte, ich werde ein bisschen Motorrad zu sagen. Komm, Rainer. So, ich muss dir was zeigen, komm mal mit. Ja. So laufen die jetzt weg. Was ist so? Hier hinten habt ihr noch ein paar Fahrzeuge in der Garage. Ihr habt da Vorbesitzer schon gekauft, die kannst du auch benutzen. Okay. Oh, okay. Und wo ist hier das, der gibt es hier auch sowas wie einen Stempelautomaten für Mitarbeiter und so? Ja, ja, sind bei dem Büro. Beim Büro. Okay. Guck mal, du kennst sie doch aus, du kannst ihm da zeigen, wo der Stempel ist, oder? Super, guck mal, da ist er perfekt schon. Er zeigt er das. Ja. Okay. Ja. Super. Dann müssen wir nochmal fahren, ne, Rainer? Wohin denn? Oder soll ich das überweisen? Da an die Leute? An den Mann? Nee. Das erste Quartal hier noch nicht rum. Erstes Quartal ist kostenlos. Oh, okay. Weiß ich Bescheid. Dankeschön, Rainer. Naja, der soll dir mal zeigen, wo der Stempelautomat hinter ist. Oh, kann ich zeigen. Okay. Danke. Bitte, Brad, ciao. Tschö. Ciao. So. Was habe ich da jetzt gerade gehört? Oleg, Smoker. Hä, was? Komm mal ein bisschen mit dem Büro. Wir zeigen gleich die Stempelkarte. Der Oleg meinte gerade irgendwas von für dich arbeiten. Wer redet denn da? Vize? Wer ist das denn? Der Mick. Der Mick? Ach, Sie haben auch für den Herrn Brian gearbeitet. Ja, der Laden gehört mir noch so halb. Nee, der gehört mir. Ihnen gehört der Ach so. Nicht.
Na doch schon. Nee, ich hab den gekauft für viel Geld. Ja, ich hab dafür 150.000 jetzt geblecht. Ja. An den alten Besitzer. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Da müssen Sie sich an den. Wer war das denn? Der Herr Brian, ne? Nein, das war der Diana von. Sicherlich nicht der Brian. Für den Brian habe ich das nicht geregelt. Das ist richtig. Ja, da habe ich auch hier mit Geschäftspartner. Da habe ich auch nichts aufpassen mit zu tun. Jetzt, das ist ein großer Mann, Anna Connor. Und das hat er gezeigt, wenn es jetzt den kommt. Den kenne ich. Das ist gut, das kennst du. Ja, natürlich. Ja, ich gehe mal in mein Büro. Komm, ich zeige dir, ja. Wie das in Geld gestellt wird. Wie stellst du das jetzt vor? Wen stelle ich vor? Wie du dir das vorstellst. Was soll ich mir denn vorstellen? Ja, wie das jetzt läuft hier. Nee, ich kann nicht richtig laufen, ich bin verletzt. Lass ein bisschen hinten durchgehen, ist glaube ich besser so, oder? Ja, hinten rum, ja. Ja, komm. Ups. Ist das auf okay? YouTube, warum humpelst du so? Ich hab eine Kugel. Kugel? Ja. Da war Schießerei am Krankenhaus. Am Du stehst? Hast du eine Kugel abbekommen? Ja. Warum? Ein Streifschuss. Weil ich da vorm Krankenhaus in einem Auto saß. Okay. Dann bekommst du in die Auto einen Schuss auf die Fuß ab. Schulter? Ah, aber warum humpelst du dann? Ja, weil das alles weh tut. Und doch oben rum und nicht oben. Stell dir nicht so dumme Fragen, Oleg. Der fragt mir sowieso zu viel, Herr Pole. Herr Russe. Ja, oder Russe. Ja, nix oder. Ist eben so. So. Und jetzt? Dreckig hier. Ja, du hast auch lange nicht mehr durchgeputzt. Ja, lange kein Geld mehr gekriegt. Wie kein Geld mehr bekommen? Ja, ich putze nicht. Du bist ja nicht mehr aufgetaucht. Nein. Natürlich. Seit der Brian nicht mehr da war, warst du auch nicht mehr hier. Ja, der Brian. Ich hab den Laden ja noch ein paar Mal aufgemacht, ne? Bist du nicht gekommen? Ja, ich hab ihn doch noch Schlüssel noch nachgemacht. Ja, genau. Ohne dass ich was da was gesagt habe oder der Brian. Warte mal, der Oleg kommt nicht rein. Das war doch mit Ihnen abgestimmt. Nee, tatsächlich habe ich gesagt, der kriegt da einen. Und du hast ihm den einfach nachgemacht, ohne dass du uns gefragt hast. Hat jetzt stell dir mal vor, der hätte es einfach gesagt, nur. Sie haben das ja, genehmigt. Aber das kann doch jeder behaupten, Smoker, Mensch. Frage, warum habe ich keine Schlüssel mehr zu dieser. Ist das jetzt irgendwie jetzt. Mir genommen wurde irgendwie in der Nacht oder wie soll ich das verstehen? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Pole. Das ist jetzt. Ich habe aber Schlüssel hier in meinen Taschen drin, das ist doch komisch. Weiß ich nicht. Das hast du die Schloss gewechselt, Smoker? Nee, habe ich nicht. Werde ich aber gleich vielleicht machen, mal gucken. Warum hat dann ihr kommt Ärger da reingehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Ich muss doch nicht alles wissen, Polo, oder? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe gedacht, weil du bist Hausmeister-Service und kannst Schlüssel wechseln, deswegen. Aber ich kurz, ob ich die Tür offen. Sie sind ganz normal reingekommen, Herr Mick, ne? Mhm. Ja. Oder kann ich Schlüssel öffnen, aber die Tür ist irgendwie anders. Das kann ich dir nicht sagen, warte mal. Andere Schloss vielleicht. Die bekomme ich auch von so. Warte. Und warum lief hier nichts mehr im Puff? Ja, weil ich leider ein bisschen verhindert war und sonst ja, der Brian ja auch nicht da war. Heißt, keiner hat den Laden geführt. Ja, das ist natürlich nicht gut, ne? Ja. Das ist nicht gut. Das Problem ist halt, dass ich jetzt auch noch ein bisschen undercover bleiben muss. Wie, was? Bis ein paar gewisse korrupte Cops weg sind. Wie undercover. Guck mal, wir sind doch Agents. Siehst du meinen Anzug gerade, Smoker? Was bist du? Ein Agent, bin ich. Du bist doch kein Agent. Doch, bin ich, glaubst du nicht. Undercover Agent. Genauso wie er. Er und ich müssen undercover bleiben. Ja, aber was habt ihr denn verbrochen? Nichts verbrochen, wir sind Agenten. Ja, wir sind Opfer von Psychopathen, Smoker. Aha.
Wie heißen diese Psychopathen? Ja, schau doch mal, was so die Führungsebene vom LSPD ist, dann weißt du Bescheid. Was heißt das? Ja, find's raus. Die Pyramide ganz oben. Find's raus, liebster Smoker, find's raus. Oh, mein Handy. Liebster Smoker, da hat mich noch niemand genannt. Gibt für alles ein erstes Mal. Ja. Ja, dann muss ich mal gucken, wie das hier so alles läuft jetzt. Die nächsten Tage. Muss ich mal schauen. Ja. Aber das Ding ist, pass auf, wenn du... eine Security habe ich dir mehr oder weniger schon wieder organisiert. Eine Security? Ja. Natürlich, oder soll die leider beschützen? Das Ding ist, ich konnte leider nur nichts offiziell machen, eben wegen den Cops. Sensorin würdest du auch wieder kriegen. Was haben Sie denn angestellt? Sind Sie ein Schwerverbrecher? Ja, laut den Cops bin ich ein Terrorist. Ein Journalist? Ja, richtig, ein Journalist. Ja, Sie schreiben viel, ne? Ich deck Fake News auf. Ich kenne Fake Taxi, hast du das schon mal geguckt im ja, natürlich die Engel Compilation, ne? Kenn ich alle. Engel Compilation, ne, weiß ich nicht. Ne. Der Engel, das ist ne, der Flügel. Engel. Ne. Oleg, natürlich. Ja. Ach, Fake Taxi, da gibt's auch, glaube ich, eine Prag-Version von, oder? Keine Ahnung. Naja, doch. Doch. Haben wir mal einen Kommilitone gezeigt. Was für ein Ding? Ein Studentenkollege. Na so. Nee, kann ich nicht sprechen. Nur ist ein bisschen nein, ich glaube das nicht. Oder nicht so Kommunist. Was sind das da für Frauen da vorne an der Wand? Ehemalige Mitarbeiter. Warum ehemalig? Die waren von der Alte, nicht bevor wir da reinkamen, waren die schon hier. Warum hängen die noch da? Weiß nicht, kannst du abhängen, wie du willst. Du kannst genauso diese Blutung abwischen, wenn du das kannst. Da bist du ein bisschen fest. Ich sag mal so, die hatten besondere Fähigkeiten, wo nicht jeder hinkommt oder hinkam. Hm. Mit so Ping-Pong-Bällen irgendwie, keine Ahnung. Voll der kranke Scheiß. Ja. Hatte der Herr Breinier irgendwie so eine Personalliste oder so, sowas? Wir hatten die. Ich habe die erstellt, kann dir mal. Hast du Schmuggel oder nicht? Was habe ich Schmuck? Schmuggel. Schmuggel? Was ist denn Schmuggel? Das ist so. Ich erklären. Ich kenne nur Google. Ja, Google. Ja, das kenne ich. Gut, dann kann ich dir mal welche schicken. Muss mir aber dazu eine Tabelle schicken mit den Mitarbeitern. Na so. Da sind aber auch wieder dabei, wenn du so willst. Aber gucken wir mal. Das kann ich nicht machen, das ist kein Problem. Da sind alle Mitarbeiter dabei, Nummern und sowas und Flyer und so. Auch Gehälter oder sowas dabei, wie viel die verdient haben. Gehälter, Smoker, das sind 70% gehen an den Club, gehen an die Tänzerin. Ja? Und 30 bekommst du immer. Das heißt, wenn eine Tänzerin bekommt $1,000, die 700 darf sie behalten und 300 muss sie dir abdrücken. Weil eben sie hier da. Moment. 30% nicht 300. 30. Das heißt, wenn die $1,000 geschenkt bekommen von jemandem, sind 700 für mich, 300 für die Frau, ne? Umgekehrt. Das ist aber wenig für mich. Oder? Du musst überlegen, du bekommst so Eintritt dazu, bekommst du was in der Bar. Eintritt bekommst du natürlich auch. Dann bekommst du noch die Bar. Was bekommt die Betty dahinter noch alles dazu? Und die Frau will ich nicht haben da vorne. Willst du nicht haben? Nee, die ist komisch. Ich will was haben mit... Die hat so große... Kennst du so Angst, wenn man hat vor... Wenn eine Frau so groß... So, da, ich habe ein Luftballonauto, weißt du, was ich meine? Hm. Bei mir gibt es so kleine Luftballons. Hm. Ja, nee, die will ich nicht. Die will ich ja. Nicht. Du weißt schon, dass die Betty die verdammt geilsten Sandwiches in dieser verdreckten Stadt macht, ja? Und du willst die Frau absägen. Ist dein Ernst? Wie ist denn die Sandwiches? Mit wem denn noch? Oder wovon redet ihr? Wie macht die Sandwiches? Wovon redet ihr gerade? Du
kannst doch nicht die gute Betty wieder zurück nach Sibirien schicken. Kommt weißt du, was mit der da gemacht wird? Die wird einem Darknet versteigert. Das kannst du nicht bringen. Wo? Einem Darknet. Dunklen Netz. Naja. Auf ein schwarzes Brett. In die PD. Oh. Ja. Hatte der Club denn schon Ärger mit der Polizei? Ja. Na so. Also wir nicht, aber davor. Ja, nee, wir nicht. Gegen uns privat, ja, aber der Club an sich hat immer mit dem PD zusammengearbeitet. Und jetzt, dank mir, da ich den scheiß Club für 150.000 abbezahlt habe, gibt's auch keinen Stress mehr mit dem Vorbesitzer, liebster Smoker. Also, ja. Was machen wir denn da? Ja, gar nichts, was soll man da machen? Ja, also, ne? Ja, wie? Gehört also dir der Laden oder gehört uns der Laden? Ja, mir gehört der Laden. Habe ich doch gekauft. Dann sehe ich dann bitte ein bisschen Kohle von dir. Wieso das denn? Ja, weil ich den Laden ausbezahlt habe vor scheiß 3 Tagen. Ja, das ist mir doch egal, da kann ich da nichts für. Ja, natürlich. Nee, ich stehe da immer, natürlich, ich bin da auch mit in der Urkunde drin. Nee, da stand der Brian ist doch da auch nicht weg. Habe ich alleine unterschrieben. Ja, deswegen bin ich da trotzdem noch mit drin. Es ist doch egal, ob du da unterschrieben hast oder nicht. Nee, ich kenne sie ja noch nicht mal. Ja, das ist mir egal. Ja, dann können wir uns ja kennenlernen. Dann gehen Sie mal bitte raus, Herr Mick. Das ist immer noch mit meinem Club. Smocker, wo hast du denn bitte unterschrieben? Ja, Vertrag hier vorne. Da. Ja, den hab ich auch noch. Und jetzt? Ja, so eine Kopie, die kann man runterladen in die Internet. Du hast so ein Dokument, wo man unterschreibt, nee. Smocker, wir sind hier seriöse Geschäftsmänner. So ein Deal machen wir da nicht. Ja, dann verlassen Sie bitte mein Lokal. Meinen Stripclub? Nee, meinen. Ich habe den gekauft. Ich auch. Schön, oder? Ja, dann bitte raus. Ja, ich habe den auch gekauft. Und jetzt? Würden Sie bitte gehen, sonst rufe ich die Polizei. Ah. Meinst du das echt zu machen, Smoker? Ja, und wenn Sie nicht gehen, natürlich. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, auch so. Tschö. So. Warum so das Ganze? Bitte? Warum so das Ganze? Ja, ich kenne den Mann doch gar nicht. Hier kann jeder ankommen und sagen, selbst du Pole, du bist ja auch nicht, du kannst ja sagen, ich habe das Ding gekauft, gib mir 100.000 oder so. Natürlich, aber ich kann dir gleich zeigen, wenn du möchtest, die ganze Mitarbeiterliste, wo wir dabei waren. Ja, aber ist das ein Beweis für dich oder was brauchst du für einen Beweis? Mitarbeiterlisten kann ich mir selber doch auch machen. Ich habe viele Mitarbeiter, die gar nicht da sind für meinen Putzbetrieb. Weißt du, was ich meine? Natürlich, aber das reichen wir Beweise nicht. Ich habe was im Firmenwagen vergessen. Was denn? Meine Wichstücher. Also. Ja, weißt du, was ich meine? Natürlich, aber wenn wir dir zeigen, wie viel Zeit wir investiert haben in diese ganze Mitarbeiterliste, Flyer und sowas. Ja. Und Firmenautos und sowas. Das war nicht sonst gewesen bei uns. Wir haben auch die Zeit investiert in die ganze Sache. Ja. Und jetzt einfach zu sagen, jetzt auf nichts, tschüss. Geht mal. Nee, aber dann, warum fängt er direkt an mit Kohle? Der kann sich doch erst, er sagt noch nicht mal seinen Namen oder sonst was. Das Ding ist, hör mal zu, Smocker, die Laden hier, bevor Brian gehört hat, hat einer Kunde gehört. Ja, kenne ich. Und Brian hat ihn bekommen, so, von irgendwem, den wir nicht kennen. Keine Ahnung. Ich muss sogar viel Geld bezahlen. Wie viel hast du denn gezahlt für diese Laden? Viel Geld. Mehr als der Mann jetzt. Weißt du, was ich meine? Nur klar, das Ding ist ja, wir möchten dir auch nichts Schlechtes tun. Wir möchten nur, wenn du Laden haben möchtest, kannst du alles haben, ist okay, so. Aber wir haben ja auch da ähnliche Zeit und sowas. Und dann plötzlich zu sagen, so, tschüss, geht jetzt. Das ist auch ein bisschen blöd, musst du uns auch verstehen. Ja, aber das weiß ich doch nicht. Soll ich dir zeigen, die ganzen Flyer und sowas? Ja, kannst du mir. Wo liegen die denn? Ich habe einen Post auf Klickere, Fehler und ich kann gleich schicken die Google-Mail. Ja. Tabelle. Google Docs, wenn der das versagt. Kannst du später machen dann. Ja. Kannst du dann später machen. Wann? Jetzt kann ich mal gucken. Guck mal auf Klickere. Hast du gerade Klickere? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ja. Wo liegen denn die Geschäftsbücher oder sowas? Wie über was? Geschäftsbücher, Einnahmen, Ausgaben und so. Hast du bekommen? Guck mal, komm mit. Ja. Wie gehen wir zu dir Automat? Guck mal, ob du da was hast. Oder hast du hier verstanden mit Anmelden in Dienst und sowas? Ja, klar.
am Tisch ist eine PC, da musst du einfach anmelden. Ja. Und dann bist du in nichts angemeldet. Du musst immer dich abmelden. Okay. Und hier hinten kannst du dich umziehen und immer am besten Tür zumachen. Wie ist das? Hier bekommen die Frauen und du zum Beispiel automatisch Geld? Nein, du musst uns geben auf die Hand. Jedem. Das ist die große Problem. Das okay. war auch sehr, sehr komisch, fand ich. Okay. Genau, hier hinten kann tanzen, da drüben noch die zwei immer noch, aber hier gehen wir jetzt mal auf die Automat. Gucken, ob du da was hast an die Konto. Guck mal drauf, melde dich an. Du müsstest ja bekommen haben, wo du dich angemeldet hast mit die Papiere und so, eine Konto. Ja, eine neue. Meine Konto, ja. Du hast aber jetzt, wie viele Kontos hast du hier drauf? Zwei müsstest du jetzt haben. Zwei Kontos. Genau. Und mit einer, guck mal bei die Kontoauszüge. Wow. Was da steht bei dir? Wie, was da steht? Bei die neue. Mein Name. Ja, bei die neue Konto, die du bekommen ja, hast. Mein Name. Steht da irgendwas bei Abzüge oder Plus oder sowas? Plus Abzüge. Gehalt? Nö, gar nichts. Oder Gebühren? Steht da Steuer? Nicht. Nö, steht da nicht. Dann müsste eigentlich stellen noch, dass eben... Warte, wir testen mal ganz kurz. Hier steht überhaupt nichts. Keine Plus, keine Minus. Nee. Gut, dann kaufe ich kurz was für Betty und dann müsste theoretisch Geld kommen auf deine Konto. Okay. Gucke mal. Ja, warte. So, warte. Alles gut, lass dir Zeit. Ich will dich nicht hier irgendwie stressen. Wer ist denn Matt? Boderick, das ist der Mann von gerade eben. Warum? Was holt er denn dann dauernd Kohle vom Konto? Ich werde dann geholt. Das wusste ich auch, ich habe keinen Zugriff auf die Konto, deswegen. Warte, ich hatte mal gar Zugriff. Gucke noch mal. Der hat vor 20 Minuten 3.300, dann vor 40 Minuten 10.700 und immer so weiter. Bitte? Ja. Ich guck mal noch mal weiter. Wann war das her? Das muss doch ein Datum dann stellen. Gestern hat der noch mal 11.000, davor gestern 5.000, dann noch mal 1.000, minus 200, minus 3.000 und immer so weiter. Das ist aber nicht schon. Wie viel ist gerade der Kontostand? Warte. $8. Ach? Das war gerade von eben die $8, wo ich gekauft habe was. Okay. Der hat das Konto ja. leer gemacht. Hm. Der hat das Konto leer gemacht, das Arschloch. Das ist nicht schön, das stimmt wirklich. Wie heißt der? Muss auch dabei stehen bei dir, wenn du abhebe Geld. Warte. Die komplette Name. Matt Boderick. Der hat das komplette Konto leer gemacht. Ich frage hier mal kurz, wie viel Geld da drauf war. Matt, wie viel Geld war auf dem Konto denn drauf, gerade eben noch? Wie viel Geld ist auf dem Konto noch drauf? Ja, nicht, dass Mocker alles hat. Wie viel war denn drauf? Alles? Okay. Hat der meint, es waren noch 3.000 drauf. Ja, der hat ja von heute, der hat jeden Tag Geld geholt. Gestern 10.000, davor 10.000. Aber weiß jetzt nicht, ob dieses Geld ist gewesen für die Deal mit den Anaconda. Das weißt du jetzt nicht. Ja, wollt ihr mich verarschen? Ihr könnt doch nicht das
Geschäftskonto? Nein, nein. Ich habe keinen Zugriff auf Konto. Nur er hat Zugriff auf Konto. Da muss ich nicht falsch verstehen, Smoker. Ich bin da raus, Sache. Ich habe mein eigenes Konto und immer Geld selber ab. Er hat den Vertrag gehabt, ich habe nur noch eine Schlüssel für diese Laden, mehr nicht. Deswegen konnte ich auch nie den Laden aufmachen. Dann wollte ich mir nicht geben einen Vertrag. Das ist die. Musst du jetzt verstehen, so. Dann warte, ich guck noch mal was. Das ist ein bisschen. Guck mal, der war die ganzen Tage, jeden Tag da, hat jeden Tag Geld geholt. Warum hat er dann nicht den Puff aufgemacht? Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Ich habe nur einen Schlüssel gehabt, Smoker. Tut mir leid, ich habe nur einen Schlüssel. Ich habe keine Kontozugriff, gar nichts. Sonst hätte ich nicht gesagt, wie viel Geld ist drauf oder so. Oder siehst du irgendwo meinen Namen dazwischen? Nee. Also, ich habe keinen Zugriff auf die Konto. Das ist das Ding. Wenn ich hätte Zugriff gehabt auf Konto, ich hätte aufgemacht die Laden und wir hätten Geld verdient. Ja. Aber nur er hat gehabt Zugriff auf die Konto. Das ist der Blöde gewesen. Ja, der hat das leer gemacht. Nur noch $8 drauf. Ich muss gucken, mehr verbinden mit der Bank oder so und mal gucken, ob die was da haben, eine Versicherung bei der Unicorn, wer weiß. Was für Geld abheben, eine Versicherung? Nein, nein. Ich setze eine Versicherung darauf und suche mich mit der Bank verbinden. Und dann? Gucken, was sie da sagen. Vielleicht haben eine Versicherung drauf gehabt auf die ganze Automat. Wer hat denn schon mal so eine Falle gehabt? Mit einem Mitarbeiter hat geklaut unser Geld und ist abgehauen dann. Mit dem Flugzeug weggeflogen. Echt? Ja, das macht man doch nicht, weißt du? Das macht man nicht. Der macht jeden Tag, jeden Tag hat er Geld genommen, die letzten Tage. Jeden Tag. 10.000, 10.000, 3.000. Weißt du? Und natürlich. Ja, jetzt muss ich erstmal arbeiten gehen, damit wir den Puff überhaupt aufmachen können. Das wird jetzt in der nächsten Zeit nichts. Nicht, ich verstehe. Ja. Aber ich zeig dir mal ganz kurz was, bevor wir jetzt hier stundenlang diskutieren, hinter noch die Theke, was sie da noch haben. Ja, komm. Aber, ja. Ich kann irgendwie gerade nicht die Tür zu. Warte. Nee. Da passt auch mein Schlüssel nicht rein. Das Ding ist hinter der Theke mit den ganzen Lager und so und wo die ganze sind Eckholders drin, Bier, Whiskys und so weiter. Eine Lagerhalle? Eine Lagerhalle. Nee, mein Schlüssel passt hier. Auch na, auch nicht. Muss ich mal fragen. Ja, wäre schön. Ja. Sonst hinten, guck mal, ich zeige dir. So. Ja. Also hier bei Betty, neben diesem Fach, hier, ist ein ganzes Lager mit Colas und hieß es auch hinten die ganze Biere und Whiskys. Okay. Und du kannst auch hinten machen, alles reinmachen. Alles lagern, was du möchtest. Ob du willst haben Mobs oder eben deine Lappen oder so, kannst du reinpacken alles hinten. Ja. Warte mal, ich kaufe eine Cola. Oh ne, ich hab zu viel. Warte, ich mach mal meine Taschen. Ja. Kannst du mir was geben? Ich soll dir was geben. Ja, wenn die Taschen voll ist, muss ich auf Boden schmeißen und dann willst du deinen Laden dreckig machen. Warte. Hier, bitteschön. Dankeschön. Na, Wind. Ha, Rainer. Bleib mal kurz hier stehen. Komm mit, Smoker. Wir müssen mal reden. Guck mal, die habe ich aufgegabelt, die könnt ihr hier tanzen. Ja, oder? Scheiße, nee, kannst wieder zumachen, den Puff. Warum? Ja, guck mal. Ich habe bei dich gekauft für Geld, ne? So, ja. Jetzt kommt da so Mick Bordewig, oder wie heißt der? Kommt hier an, sagt er hat 150.000 hier bezahlt, er kriegt Geld von mir, der Club gehört ihm auch. Ich sagte, ich habe dafür unterschrieben und bezahlt. Ja, soll er mit der Stadt klären. Und jetzt hat er das Konto leer gemacht. Wie, der hat das Konto leer gemacht? Ja, und Geschäftskonto sind nur noch $8. Der hat jeden Tag hier Kohle runtergeholt. Und wegen die Schlüsse hier, was ist, was du noch tauschen, kann das sein, Smoker? Ja, müssen wir gleich mal gucken mit den Schlüsseln.
Soll ich dir meine Karte mal geben, dann kannst du mal gucken. Hier, Rainer. Ja, gib mal. Bitteschön. Da steht überall dieser Matt Boderick. Jeden Tag Kohle geholt. 10.000, 10.000, 3.000, 5.000. Und der Pole hat gerade mit dem telefoniert, hat alles runtergeholt. Hat wohl den Puff nicht aufgemacht, weißt du? Pole, komm mal mit. Russe immer noch. Nee, du bist kein Russe. Ich bin Russe. Soll ich nur sagen, anstatt meine Bürgerreiseabend oder ja, was? Ja, Oleg, kommst du noch an geklaute Zigaretten dran? Geklaut? Ja, ohne Banderole. Wie geklaut? Auf keinen Fall. Aber ich kann eine kaufen. Oder eben gucken, dass wir... da was bekommen. Okay. Ja, hör mal, Bolek, willst du denn noch für mich arbeiten oder? Sollte wieder alles passen, ja. Ja, aber dann holt er wieder runter. Nee, kann er nicht mehr. Hat er bei der Bank sperren gelassen. Ja, danke. Bolek, willst du denn für mich arbeiten? Du weißt dann, ich habe für dich arbeiten muss. Warum? Darf ich nicht? Wieso denn muss, Lolek? Nein. Wenn ich für dich arbeite, das ist so, dass ich bin im Hintergrund aktiv. Weißt du, ich meine? Im Untergrund? Hintergrund. Er heißt, ich sitze dann eher oder halt, sage den Leuten, was zu tun ist. Klar stehe ich mal draußen und so und kontrolliere auch die Leute. Aber bin ich immer nur im Vordergrund. Weißt du, ich meine? Nö. Also kriegst du Geld fürs Nichtstun, oder was? Oder was meinst du? Nein, nicht so. Ich meine so, warte mal, lass uns mal ran, ein ruhiger Roll. Die Musik ist ein bisschen zu laut, finde ich. Ja. Die DJ ist auch ein bisschen auf Dauer. Komm mal mit raus. Natürlich. Oder geh schon mal vor, ich komm direkt nach. Natürlich. So. Na? Na? Na, hallo. Hallo. Ich bin Schmoko. Ich bin Alicia. Oder Ellie. Ellie, du hast aber schöne Augen. Dankeschön. Bitteschön. Das sage ich nicht zu jeder. Danke, das ist aber nett von dir. Ja, so. So. Ihr bitte sehr ein Wasser. Ja. Dankeschön. Wie war noch dein Name? Ellie. Ellie? Doch. Ja. Ellie, das ist ein schöner Name. Danke. Hör mal, du bist Tänzerin? Nee. Nee. Also, du willst aber tanzen? Nee, auch nicht. Nee. Also, ja. Wolltest du arbeiten? Ja, klar. Was kannst du denn? Naja, theoretisch kann ich alles. Wirklich? Ja, gut, ich könnte vielleicht nicht operieren und einen Arzt spielen, aber... ach, ansonsten... Rollenspiel. Nein. Oh, das ist natürlich cool, das bringt richtig Geld, ne? Da habe ich nämlich auch schon mal für gezahlt. Da nein. War... Wie, nein? Ich meine, klar, ich dafür bezahlt. Arbeiten können... Das war richtig teuer. Die Frau hat nämlich gemacht, die wäre Chirurgin. Und dann musste ich mich dahin. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. So, ja. Und du machst auch so Doktorsachen, oder was sagst du? Nein. Ich habe mal ein Semester Psychologie studiert. Ach, Psycho. Psycho. Habe ich noch nie gemacht. Das ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, wir reden gerade etwas aneinander vorbei. Ja. Ja, kannst du denn hier so Thekenkraft oder sowas oder Empfangsdame? Ja, das könnte ich, ja. Empfangsdame. Ja. Und wie sind deine Vor... wie heißt das Wort? Kommen wir... Vor...
Vorlieben oder was? Vorlieben, ja, ist das das? Vorlieben, was sind deine Vorlieben? Vorlieben inwiefern? Ja, wie? Ja, ja, als Empfangsdame. Ja. Ja, das ist gut. Hast du irgendwo Vorstellungen vom Geld? Oh, nee, ehrlich gesagt, ich bin eigentlich mit allem zufrieden, was ich bekomme im Moment. Wirklich? Ja. Na okay, momentan haben wir natürlich, das hast du schon gehört, hier in Los Santos haben wir Geldknappheit. Weißt du, was das heißt? Das heißt, die infiltrieren unsere Geldscheine, die Geldfresser. Hast du die schon mal gesehen? Nee. Da ist nicht mehr viel Geld im Umlauf, ne? Alles arme Leute hier in Los Santos, ne? Och, Herr, da tut mir richtig leid. Ja, so 500 der Abend. Ganz kurz, die Dame, ich habe ihre Freunde draußen. Ja. Wie, hast du einen Freund? Ja, die machen sich natürlich Sorgen, weil das alles so schnell ging und ich auch immer weg war. Ja. Soll ich dir meine Nummer geben, dann kannst du mich vielleicht Freitag anrufen? Ja, das wäre super. Ja, dann... wie ist meine Nummer nochmal? Warte mal, ich muss wieder gucken. Jetzt weiß ich meine Nummer, wie viel war das nochmal? Warte mal. Hm? So. So. 55 67104. Ja. Rufst du mich an, ne? Ja, das klingelt. Ja. Du kannst ruhig auflegen, wenn du möchtest. Hab ich. Ja, so. So. Ja, dann ruf ich einfach Freitag an. Okay. Ja. Mach ich. Ja. Wenn dir das natürlich alles... Was hatte ich gesagt? Wie viel Geld? 1000 den Abend. Habe ich das gesagt? Wow. Ja. Ja, okay. Ja. 1000, ja. Habe ich gesagt, ne? Ja, wenn dir das natürlich zu viel ist, dann musst du das sagen, ne? Da müssen wir drüber reden dann, ne? Ja, ich melde mich dann auf jeden Fall Freitag mal. Okay, Peggy, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, ne? Ja, wünsche ich dir auch. Ja. Raucher. Wie? Raucher? Schmoker. Smoker, genau. Ja. Grüß deinen Freund. Mache ich. Ja. Tschö. Ja, dann wünsche ich den Herrn. Ich glaube, ich fahre dich mal wieder, ne? Ja. Ja, ach, wenn die hier vor der Tür stehen, dann. Hast du. So, Lollek, hast du gesehen, wie man mit Frauen umgeht? No. Ja, nix. Aber weißt du was? Ich habe eine ganze Liste davor. Wovon? Von Frauen? Von Frauen, richtig. Guck mal hier, ich hole mal aus meiner Hose raus. Warte mal. Nee, lass den ruhig drinne. So, was hier, hast du da gerade rausgeholt? Ein Blatt Papier, guck doch hier. Ja, eine ganze Liste mit Leuten. Ja, was sind das für Leute, Bolek? Sind das alles Frauen? Frauen? Ja. Warte mal, ich hole ganz kurz. Los, aber okay. Wir sind nicht jetzt machen, diese Dokuments. Später meinst du ein bisschen? Ja, später. Ja, musst du mir aber dann das auch sagen, wann später. Ja. Später, ja. Ja. Warte mal, jetzt gucke ich mal Konto. Dann darf der ja nichts mehr abholen. Warum? Wie viel sind jetzt drauf auf die Konto, wenn du meinst, dass er nichts mehr abnehmen darf? Und die 8 Dollar. Und wie viel sind dann drauf? Da, 8 Dollar. 8 Dollar. Ja, dann muss ich gucken, dass ich... Ich muss ja das PD noch putzen, da kriege ich noch Geld. Dann krieg ich. Warte mal, du arbeitest bei der PD, Medical Center, Driver Paradise, hier und bei deiner eigenen Firma. Wie Drivers per Medic Center? Was für Medic Center? Naja, nicht mehr das hier. Hier Driver Paradise, da putzt du doch noch, hast du mal letztens gesagt. Oder? Putzen, ja. Ja, musst du bei dich in Rente gehen, Smoker? Willst du noch weiterarbeiten?
Natürlich, ich weiterarbeiten, aber du bist auch, fühlst dich aber nicht irgendwie erschöpft. Willst du damit sagen, ich bin alt? Nein, ich möchte mich um meine Wohlempfinden meines Chefs kümmern. Achso, ich bin dein Chef. Wieso? Costa Quanta, wie viel kosten Quanten? Eine Quante? Komm, Bolleck, leg mal die Karten auf den Automat hier. Hm? Bitte was? Was eine? Was hast du eben, wie viel Geld willst du haben pro Woche? Pro Woche? Ja. Oder pro Abend? Ist das nicht? Frage mal, wie oft hast du für die Woche? Das ist die wichtige Frage, weil wenn du sagst, zweimal mindestens, wenn nicht sogar dreimal. Okay, wir hatten auch immer dreimal. Montag? Ja, früher konnte ich auch dreimal. Mittwoch? Das kann ich heute nicht mehr. Und Sonntag? Was? Kannst du nicht. Ja, das ist deswegen nicht die Frage von der Zeit her, ob dir alles passt. Ja. Pass mal auf, wie viel hast du verdient? 1000 pro Abend. Kommt darauf an, wie viel noch dazu kommt. Wenn noch Eintritt war fehlen, dann kommen wir als Zuschlag darauf und ja, weil ich war eben hier Chef, also Kröte, muss auch wissen. Das ist aber viel Geld, ne? Warte mal, komm, wir gehen mal ins Büro, können wir besser quatschen. Oder willst du an der Automat noch bleiben? Nee, wir können nur spielen, ja. Komm mit. Die ist die Musik hier immer laut. Du musst bedenken, wenn du dreimal in der Woche arbeitest, die DJ kann nichts anderes spielen als drei Lieder. Nee, das hier spielt was ganz anderes in Zukunft. Ja, das ist gut. Oh, der macht auf. Kennst du, pass auf, okay, kennst du sowas hier? Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. La 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 la. Kennst du sowas? Oder hier, pass mal auf, Junge. Weißt du, was hier abgeht bei Eröffnung? Pass auf. Hör zu mir, wie mein Name an der... Kennst du Marianne? Nein, kenne ich nicht. Das ist Schlager, komm mit. Schlager auch gleich zu. Ja. So. So, pass mal auf, du hast auch Telefon, ne? Hab ich das. Ich gebe dir eine Nummer, ich kenne welche, die hätte ich hier gern für einen Live-Auftritt. Warte mal, ich mach kurz mal auf. Mach mal auf. Ich habe da nämlich ein paar Leute, die wollten hier singen, aber wir kamen dazu, weil die Musik zu laut war und wir konnten die abstellen, du weißt. Was ist immer ein Problem? Ich stelle mir das so vor wie Café Romantica, kennst du das? Nein, ich kenne die nicht. Das ist, guck mal, da hast du überall die Tische, ne? Da stehen Telefone drauf mit Nummern. Weißt du, was ich meine? Und dann kann Tisch 7 ruft dann Tisch 4 an, ne? Und dann geht das so. Na, ja, hast du Bock? Ja. Okay, dann geht der Mann rüber, weißt du? Zum Tisch. Mhm. Ne? Café Romantico. Mhm. Warte mal, ich habe hier ein Interim. Also ich habe hier dabei, die Maurice Egger. Nee, speicher mal eine Nummer ab von den... Zwei Jungs, das sind Brüder, glaube ich. Brüder? Ja. Okay. Nummer? Nummer ist 7485-326. Okay, und Name ist wie? Waldecker. Decker. Ah. Hasse? Hab ich, ja, mit zwei L und Decker. Herr Herzbuben. Waldecker, Herzbuben. Ja. Okay. Kennst du, was die gesungen haben immer? Nein, ich kenne nicht. Ich bin übrigens nicht so alt, dass du weißt. Ich bin relativ jung. Herzlein, du darfst nicht traurig sein. Ich kenne sowas nicht. Ich denke, du bist hier gearbeitet im Musikladen. Natürlich habe ich da gearbeitet, aber du musst doch wissen, die Welt ist so groß, du kannst nicht alles wissen. Das ist, also. Und ich bin noch sehr jung, ich weiß, wer ich bin. Kennst du die Flippers, die will ich auch hier haben? Die rote Sonne von Barbados. Kennst du das? Die müssen wir buchen, die kommen dann hier mit ihren Hawaii-Hemdchen und mit Gitarre und sowas, ne? Voll toll, hatte ich mal eine CD von. Nope. Super toll. Vielleicht findest du auch hinten in den Schrank. Gucke mal. Warten, in deinem Schrank? Was für ein Inder im Schrank? CDs in der Schrank. Guck mal, vielleicht findest du da was. Ja. Also, ist so ein bisschen Klebstoff, kannst du ein bisschen riechen, wenn du möchtest. Ja. Oder ein bisschen Glühbirnen. Nee. Ja, pass mal auf, Lollek.
Mit Bolek. Bolek. Du musst doch deine Mitarbeiter dich aussprechen können. Was ist das bitte? Du musst doch schon. Ja, wir müssen. Wie heißt ich? Guck mal, ich zeige dir das meinen Ausweis zum ersten Mal, ja? Ja. So. Die zeige ich nicht mal die Korps, sage ich meinen Ausweis. So, bitteschön. Oleg. Ja, richtig. Oleg. Ja, Oleg. Pass auf, Oleg. Das mit dem 1000 pro Abend, das ist natürlich viel. Ne? Das ist viel Geld, ne? Ja, überleg mal, wir hatten gab 10 Mitarbeiter und muss dann 10 Mitarbeiter 1000 geben. 10.000 nur für die Arbeit sind weggegangen. Ich habe Minus gemacht, kann man sagen eigentlich. Ja, da, das ist doch viel zu viel. Ja, das überleg weiß ich. Überleg mal, wenn du, wie viel Eintritt war hier im Puff? Manchmal gar nichts, ne? Manchmal war, erste Tage war nichts, das stimmt richtig, weil wir waren eben neu und das war erstmal gut. Was kostet mich eine Cola? $8. $8. Okay. Von der Cola kriege ich die kompletten $8 oder? Richtig, komplette $8. So, und wenn hier eine Frau mit einem Mann tanzen geht oder Mann mit Frau, dann kriege ich selber 30 und die Frau 70 oder der Mann. Richtig. Und sagen wir mal, die und dann soll 1000. Ich alle Mitarbeiter von dem wenig Geld, soll ich 10.000 Dollar am Abend rausballern? Musst du nicht, wenn wir sagen, wir haben 8 Security zum Beispiel oder 5. Musst du gucken, wie viel du einstellst, ist die Frage. Wenn ist viel los und wird geschossen und es sind 5 Security-Leute, dann sind deine Kunden schnell weg. Das war bei uns bei der ersten Abend auch so. Wir hatten 5 Security-Leute und dann haben die uns geschossen auf die Unicorn. Ja. Und dann waren ruckzuck alle Kunden waren verängstigt und kamen hier nie wieder rein. Okay. Und das ist eben die Dinge. Musst du gucken, wie viele Leute drin hast. Das ist. Naja. Muss ich mal drüber schlafen. Aber ich habe da eine Liste, wer könnte bei uns arbeiten. Das wäre einmal die Ellie, Coco, Miner, Annabelle, Uschi vielleicht, an die Bar. Oh, wer? Uschi? Uschi. Die mit dem Leoparden-Outfit. Richtig, die war bei uns an der Bar. Oh, Jesus. Wie an der Bar? An der Bar, die hat nicht getanzt. Da waren die Hunde immer so ein bisschen versteckt, kann man sagen. Die hatten dann... Die was? Die Hunde? Die Kunden. Oh, Kunden. Ich dachte, du meinst hier die... Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, was du meinst. Das, was oben in der Bluse ist bei einer Frau. Ah, die Hupen. Ja, manchmal. Und die anderen, ja. Du Uschi. Kann man Uschi nicht Security machen lassen? Wenn du das machst und auf deine eigene Verantwortung. Warum? Ich glaube da nicht. Nur. Okay, wenn ich mir vorstelle, dass die Uschi ist Security, ich denke mal, Leute haben da schon Angst, wenn die hören dann zum Beispiel, du gehst jetzt da und dahin. Ich habe Angst. Nein, nicht du. Die anderen Mitarbeiter bekommen dann Angst. Ja, müssen wir mal. Muss ich mir mal überlegen. Wie sieht das aus mit Drogen im Laden? Drogen? Was meinst du? Läuft hier irgendwas, was ich wissen muss? Geplant war was, aber ist nicht. Was war denn geplant? Smoker, ich hoffe, dass wir was in diesem Raum gesprochen wird, wird doch dieser Raum bleiben. Hoffe ich doch. Von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, zu Smoker zu Oleg. Ich bin kein Mitarbeiter, ich bin dein Chef. Ja, klar, aber wenn du jetzt das darum erzählst und zu die weiteren gehst zum Beispiel, dann ist dieser Laden ganz schnell unten. Ja, dann kommt dieser Walter rein zu dir und meint dann, ist es seine Laden. Der Walter kommt hier gar nicht rein. Er kommt hier schon rein als Gast. Als Gast, ja, weil die wollten früher zum Beispiel, die Cops dürfen hier reinkommen mit ihren Waffen. Die meinten, die Cops dürfen nicht durchsucht werden. Komm mal, wenn das rausbekommt bei den Kunden, dass die Cops dürfen hier reinkommen mit ihren Waffen und dürfen machen, was sie wollen, ja, Moment, dann gehen die Kunden schon weg. Wenn die in Privat hier sind, dann haben die keine Waffen beizuhaben. Richtig, aber bei uns, bei Brian war es so, er sagte, er will keine Stress mit Walter haben und deswegen... Waffen durften mitbeiten. So. Wir durften die gar nicht anfassen, die Cops. Wir durften hier einfach reinspazieren. Ohne Eintritt. Was ist mit den Drogen? Drogen? Höchstens eine Joint. Pro Abend. Ja, du musst gucken, wer das verkauft.
Da ist die Gewinnspanne ja riesig, Oleg. Das ist ja Wahnsinn. Nein, ich meine so, dass die Musuken werden das verkauft. Dir. Weil, worum willst du das herbekommen? Ich muss schlafen drüber, aber alles. Ich habe das, glaube ich, dass du drüber schlafen musst. Und das waren, Moment, wie viel Personal hat hier in einem Abend im Durchschnitt gearbeitet? Alles zusammen? Ja. Okay, ich zeige dir. Ach, warte mal. So, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 6 Security waren. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bis 14, kann man sagen. Wie viel Geld war das an Gehalt für die Leute an einem Abend? 1000 für die Securities. Nur Securities wurde gezahlt. Die Damen wurden nicht bezahlt. So, wie viel Security? 6 Stück. 6000 pro Abend. Die Ausgaben, 6000 Ausgaben. Da muss man aber viel Cola verkaufen. Das Ding ist, ich habe eine Liste hier mit Leuten, die kamen bei uns rein. Das waren jetzt zum Beispiel 22 Leute kamen hier rein, zum Beispiel in die Laden. Ja. Und haben da gelassen pro Person 100 zum Beispiel. Das ist ja Gewinn, ihr seid ja auch richtige Strategen. Nein, das ist nur die Kunden. Aber das war mir pro Abend ab und zu mal anders. Manchmal hatten wir gerade $500 zum Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel die Mädchen kommen mit Schulklamotten so hierher oder mit Bikinis zum Beispiel, dann haben wir gemacht wie anderes die das Preise. Das ist ja, guck mal, dass mein Papa hätte jetzt gesagt, wie heißt das Wort, ich komme wieder nicht drauf. Wenn was nicht gut organisiert und misswirten oder so, heißt er, glaube ich. Das heißt, das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut. Zu viel Geld raus, nichts Geld rein. Doch, wir haben schon Plus bekommen. Aber eine hohe Menge. Also nicht direkt die 100.000, ja, die reinbekommen, die Konto, aber. Pass mal auf, Bolek, der Laden muss brummen, ne? Das muss bumsen hier richtig. Weißt du, was ich meine? Das, ja, aber bumsen, wenn du hast Leute hier und die wollen hinterher ein bisschen machen, Terepere. Was für ein Terepere? Terepere, du weißt doch. Ja, okay. Habe ich doch gesagt, was das heißt an die Stadt fahren. Ja. Ja, das, wenn die das hier machen, du kannst sagen, gib mir 5.000 und wir finden ein bisschen Therapie machen. Davon kriege ich auch 30. Alles. Wer hat das überhaupt aufgestellt? Wie? Mit 70, 30. Das war Brian. Ja, gestrichen. Wie viele bist du? Havak. 50-50. 50 für seine Puff-Daddy, okay. Ja, ich ist okay, ich habe gar nichts gesagt. Driver, 50, du okay. Irrer Hund, haut mal Liebe raus für den guten Driver, der hat gerade 5 Sub-Geschenke hier rausgehauen. Driver. Ja, das ist eine goldene Regel. Dankeschön. 50, vielen, 50. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr, Lecken, sehr lieb. Die Damen bekommen noch Stütze und so. Ja, siehst du, die scheißen noch einen Start, arbeiten schwarz hier oder so und kriegen auch noch das meiste Geld. Ne. Gibt's nicht, ja, das ist richtig. Du musst durchgreifen, Smoker, wie ein richtiger 50-50. So, wie das soll ich machen? Durchgreifen. Okay, wie viel kriegst du an Geld? Dein Ermessen, ich habe bekommen 1000. Hast du früher bekommen, ne? Ja, wir bekommen früher, aber ohne Stütze. Ich war hier mit einem Vertrag drin in die Arbeit. Also. Das heißt, ich habe Zugriff gehabt auf die Autos, die intern. Und auf die. Wer hat da noch Zugriff auf die Autos gehabt? Ich. Also, wir hatten eine Rangliste gehabt mit Leuten. Ich würde mal sagen. Ja. Das ist. Warte, Handy wieder rausholen. Die Rangfolge war Rang 1, das ist Chef of Security. Rang 2, Assistant Chief. 3, Commander. 4, Member. Und 5, Rookie. 5 Rookie hatte keinen Zugriff bekommen. Member hat einen Stark, also heißt, konnte die Liste angucken. Wie hieß der Mann nochmal? Matt. Ja. Ja, Matt. Okay. Matt war, das ist, war solange Brian nicht da ist, die, sag ich mal,
hat die Leiter hier geführt. Aber er hat ihn nie aufgemacht. Okay. Und ich war der Chef von Security. Ja, aber guck, das heißt, was ich nicht verstehe. Der war die ganzen letzten Tage alles hier, ne? Und richtig, hat Kohle immer vom Konto leer gemacht, aber hätte auch Puff aufmachen können. Richtig, hätte aufmachen können. Hat aber nicht gemacht. Nee, lieber Geld vom Konto leer machen. Das ist ja seine Entscheidung gewesen. Ich habe leider nichts, keinen Zugriff gehabt auf Konto. Ich habe da nichts gesehen, Konto. Ich habe immer gefragt, wann wir es mich einstellen wieder in die Unicorn. Wegen Konto, dass wir können aufmachen. Er sagte, das machen wir noch. Machen wir noch. Ja. Und jetzt ist nichts aufgemacht, oder? Jetzt wurde, sag ich mal, gekündigt. Ja. Und das war's. Die Security, was haben die an, so schwarz Anzug wie du? Alle? Ich kann das später mal zeigen, morgen oder so, die Anzug. Ja. Ich bin gerade noch, kann mich nicht umziehen. Ja. Und dann kann ich zeigen, wer hat dann so gehabt, wie du möchtest. Kannst auch neue machen, Klamotten. Wer hat dann so eines, nee, ihr könnt die alten erstmal auftragen, das kostet alles ihr. Okay. Habe ich ja, das, nicht. Okay, ja, du musst aber gucken, das kostet so um die $200, glaube ich. Ja, ist viel Geld, habe ich nicht. Ja, okay. Muss putzen gehen dafür. Dann, ja, oder du sagst zumindest, dass die Leute sollen selbst zahlen, die Geld. Ja, das ist, du bist ein guter Mann, Oleg. Du bist ein guter Mann. Du mindestens hast, mitbringen müssen die du $200. Hast, ja, auch eigene Getränke und Essen. Ja. Nein, so ist nicht. Ja, ja. Du hast Kontakt zu allen Frauen? Habe, ja. Okay. Wann kannst du die vielleicht für Sonntag? Für Sonntag. Für Sonntag, dass die dabei mal uns hier treffen? Guck mal, ich rufe jetzt mal an. Oder lass mich mal. Nein, hör mal auf, warte, mach nicht. Ich schlaf erstmal eine Nacht. Muss überlegen. Mhm. Muss dann alles mal. Ihr habt ja fast immer nur Minus gemacht. Minus nicht. Er wie gesagt, mehr abgeholfen, die Konto als drauf gezeigt. Was? Mehr abgehoben? Was? Ja, mehr abgehoben. Ja, das geht nicht. Hast du doch selber gesehen. Ja, aber trotzdem, überleg mal, wenn du nur Einnahmen hast von, sagen wir mal, 4.000 an einem Abend und muss aber schon 6 für Security. Nein, das macht ja keinen Sinn, das ist mir bewusst. Klar. Das geht nicht. Und haben wir einen festen hast du ja einer fest, der Drogen verkauft hier im Laden? Ist doch ein Puff das, immer so, ne? Nein, hatten wir nicht gehabt. Wir hatten das geplant, aber das war da. Die Leute haben nicht mitgespielt wegen die Cops. Wer? Walter ist hier dauernd aufgekreuzt, die Laden, ja, und meinte, das geht hier so nicht. Wer ist hier in Los Santos der Mann mit den meisten Drogen? Ja. Muss ich mich informieren, muss ich mal gucken, anhören. So. Das kann ich nicht so hier sagen, muss ich erst mal gucken, wer das verkaufen könnte für uns. Okay. Ja. Muss aber gucken, wie viel die Einkaufspreise so ein bisschen verhandeln, dass die zum Beispiel kommen zu uns kostenlos rein und wir geben ein bisschen weniger, nur wir haben weniger Ausgaben für die Drogen. Wie Ausgaben für Drogen? Ich will mit so einer Scheiße nichts zu tun haben. Bitte, du hast gerade gesagt, du willst was haben in den Laden. Ja, ich stehe dann nachts so da. Und dann ist meine Hand wieder weg. Hand weg? Hand auf, Hand weg. Weißt du, was ich meine? Verstehe. Gut. Ja. Du hast ja einen Schlüssel, ne? Nur für die Innentüren jetzt irgendwie. Kannst du vorne, guck mal, ob dein Schlüssel vorne passt, bitte. Ich muss gucken, wenn ich muss mir einen geben. Ja, wir müssen erst vertraglich noch regeln. Ja. Oder gucken wir hinten? Oder? Wie von hinten? Also hinten, Hintertür, hier, also, da, die muss auch selber sein. Ja, komm. Nee, das ist eine andere, glaube ich, oder? Andere, sicher. Ja, eigentlich waren immer gleich. Ist zu. Warte. So, probier. Schlüssel hast du noch. Ja.
So, habt ihr Firmenautos? Ich hatte zwei Stück, ja, habe sogar aufgelegt hier. Habe reingemacht, Regenschirm und sowas, Essen, Trinken in der Art. Kannst du mir mal zeigen, bitte? Natürlich. Und ja. Das Internet ist die Boris bei der Garage. Ja. Boris? Da kann ich viel, Boris, da kann aber nicht viel reden, musst du gucken. Okay. Doch, ich schlaf gut. Einfach nur die Schlüssel abholen von ihm immer jedes Mal. Du kannst nur immer holen, die Autos, wenn du hast, auch in Dienst angemeldet, das ist das Problem ist. Also du kannst nur die Schlüssel holen oder eben Autos holen, wenn du hast auch Dienst angemeldet. Ja. Wem ist das Auto? Ich glaube, ich weiß, welches Auto ist das. Von wem? Polen. Von wem? Polen. Von dir? Nein, ich... es gibt ja doch Polen in der Stadt, aber gut. Okay. Ich bin der Russe und sie doch Polen. Oh. Also hier ist der Boris und du kannst ihn behalten. Hm. Die Auto. Hallo Boris. Gar kein Auto. Kein Auto? Nein. Bist du in Dienst? Ja. Komisch. Hat der das verkauft? Der... Kann darin gar nicht. Schrottplatz? Na, das stelle ich mir nicht vor, dass mit dieser Auto fährt. Das war so seit der Benutzung der Auto. Oh, wir kriegen Besuch, Bolek. Ich kann klären. Okay. Das war nur eine Abholung, kann auch gut sein. War nur Abholung, alles gut. Komm, wir gehen nochmal ins Büro. Ich muss nochmal was gucken. Komm. Und Lolek, hör mal. Vertrauen ist wichtig, ne? Natürlich. Ja. Weil dem Typen da will ich nicht mehr wiedersehen hier. Den Matt oder wie der heißt. Warum nicht? Wie, warum nicht? Hat der Konto leer gemacht? Ah ja, ich habe vergessen, ja stimmt. Der Balu, grüß dich, wie geht's dir? Wie arm, ne? Nix da. Konto leer gemacht. Autos weg, aber ich muss mal was kontrollieren. Aber ich meine, ich wäre im Dienst. Ich meine, ich wäre im Dienst. Natürlich, natürlich. Der sagt zu allem natürlich. Warte hier, ich komme direkt. Aber ich meine, ich wäre hier. Ich bin im Dienst. Keine Autos da. Rafa, ne? Nee, also, ich hatte Kärtchen eingedrückt. Ja, das, dann muss ich gucken mit... Keine Autos da. Hm. Musst du gucken, also... Hat der noch einen Schlüssel? Sollte haben, ja. Aber dein eigenes Auto gehabt, müsste eigentlich nicht mit diesem Auto gekommen. Also er hat eine bessere Auto als die hier Firmenauto, deswegen. Warte mal. Bolek, komm nach vorne, ja? Nach vorne. Ich geh mal von durch den Laden. So. Schloss austauschen. Ja, mach ich sowieso. Schloss austauschen auf jeden Fall. Ach Quatsch, wo mach ich denn jetzt? So. Zu. Smoker. Hallo, Herr Smoker. Ja, kann ich Sie gleich mal zurückrufen, Herr Opfer, wenn ich schon was geregelt habe? Ja. Bis gleich, ja. Tschö. Bis gleich, ciao. Hey, Bolek, wie bist du denn hier reingekommen? Ich habe doch Schlüssel. Vorne ist offen, aber die Tür kann ich aufmachen, wie gesagt. Dann komm, gehen wir nach vorne. Ja, zu Büro oder zu... Nee, da. Okay.
Machst du zu? Mach ich. Bitte. Dann, bitteschön. So. Von der Hausmeister von Unicorn direkt zu die Chef geworden. Das ist ein großer Sprung. Ja, Rainer? Hör mal, Smoker. Ja. Hast du in der Garage da von der Strip Club da vielleicht eine Limousine stehen? Nee, da war ich mit dem Herrn Oleg gerade gucken. Da stehen gar keine Autos. Wie, da stehen gar keine Autos? Nee, alle Autos weg. Da komme ich gleich mal vorbei, ja? Ja, okay. Tschö, Rainer. Jo. So. Komm mal mit. So. Jetzt muss ich mal hier gucken erstmal. Nach von innen abschließen. So. 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 So, wow, ich bin gerade noch... Ja, warte, ich schließe mal wieder ab. So. Ich werde noch von innen abschließen, das ist wichtig. Warum von innen nur? Weil du die Tür zu ziehst. Guck mal, ob du jetzt hier... Du hast ja eh keinen Schlüssel, ne? Doch, ich habe einen Schlüssel, aber von drinnen. Ja. Ja, hallo Rainer. Ich gehe mal eben gucken, ne, Garage. Ja. Guten Abend. Holla die Waldfee. Hi. Wer bist du denn? Die Vivian, hallo. Hallo, Vivi. Ja? Na? Was machst du denn mit dem Rainer? Ach, der hat mich so auf eine Spritztour eingeladen. Was? Auf eine Spritztour hat er mich eingeladen. Eine Spritztour? Oh. Ja. Oh, ja. Und wer sind Sie? Na, ganz normal, hier nichts Komisches und so, ne? Nee. Wer, der Pole, das ist der Pole. Das ist Bolek Lolek heißt er. Bolek Lolek. Ja, ich bin der. Mein Name ist Oleg. Ja. Das ist die Smoker. Er meint nicht mehr anders. Ach so, Oleg, okay. Oleg. Ich bin Hallo, Smoker Oleg. Und bin Single. Ja. Hallo Smoker. Das ist ja schlecht oder gut, ich weiß nicht. Nee, Single ist mein Nachname. Alles klar, okay. Ja. Smoker ist Single, ja? Ja. Irgendwie hört sich das komisch an. Ja, auch. Und was machen Sie hier? Wir haben auf Sie gewartet. Ja? Auf mich? Ja. Ja, aber Sie wussten ja gar nicht, dass Sie hierher kommen. Komm mal mit nach hier. Ja? Ich wusste das, Vivian. Ich habe nämlich da oben einen Stern fallen sehen. Und du bist gelandet. Okay. Ja. Aber ich bin doch nur aus dem Auto ausgestiegen. Darf ich eine rauchen oder stört Sie das? Nö, rauchen Sie ruhig. Stört mich gar okay. nicht. Okay. Nö. Rauchen Sie ruhig. Wir das mal. Ach, ja. Naja, dann passt das ja, ne? Was mit uns beiden? Ja, okay, könnte ja, gut ja, auch gehen, mit der ne? Zigarette. Ja. Ja, was machen Sie hier? Hier? Ja. Rauchen. Ja, gut. Ich auch. Ja. Ich meine, vorher? Ja, ich hab da... Den Bums hier gekauft. Ach nein, ja? Wie, ach nein, ja. Ach, habe ich gemacht. Okay. Mhm. Ja. Ich war hier noch nie drin. Ne? Nein. Ja, dann haben Sie Telefon? Ich habe ein Telefon, ja. Ja, kann ich mal Ihre Nummer haben, wenn ich mein Handy verliere, aber dass Sie mich anrufen können, damit ich wiederfinde? Klingt zwar komisch, aber okay, wenn Sie mir Ihre geben, dann gebe ich auch meinen. Ja, natürlich. Soll ich Sie sagen oder können wir uns einfach duzen? Nee, wir können... Was können wir? Du? Wir sagen du, ne? Ja. Ja. Du, hi. Hi, du, ne? 5-5. Einen Moment, ich komme ja noch gar nicht mit. Ja. Was sagt denn dein Mann dazu, dass du mit dem Rainer hier so
auf Spritzen. Deinen Mann habe ich ja schon mal gar nicht. Dein Freund, der hat da bestimmt was gegen, ne? Wie war die Nummer? Von wem? Von deinem Freund? Von dir. Also. 5-5. Ja. 6-7. 1-0-4. Aber nicht, dass du Ärger kriegst, ne? Von wem denn bitte? Ja, von deinem Freund, dass du... Nein, alles gut. Kommt er damit zurecht? Ja, aber selbstverständlich. Willst du auch nochmal meine aufschreiben? Einspeichern? Oder wie auch immer? Ja. Ja, ne? Falls du doch dein Handy verlierst und so. Und ich dachte, du zeigst mir mal den Laden jetzt, wenn du hier schon der neue Besitzer bist. Ja. Also Vivian... Vivian, okay. Vivian, mit A bitte. Mit A. Okay. Ja, Vivian. Ja, Vivian, ja. Ja. Nummer? Das ist die 848 015. Ja. Okay. Hab ich. Wie alt ist dein Super. Freund? Ich frage das. Warum willst du das denn wissen? Ja, der Pole da vorne, ne? Dass der Bescheid weiß, wenn du hier mal zu Gast bist und da kommst du mit deinem Freund, dass der auch reinkommt, weißt du? Ja, also der ist definitiv älter als 21. Ja. Ich würde mal sagen 26. Ja. Ja, ein bisschen jünger als ich. Okay. Und sonst so? Ja, schöner Abend, ne? Ja. Mhm. Wo ist denn der Rainer jetzt dahin? Ja, ich glaube, das sind dann noch stellt mich hier ab und dann lässt er mich allein. Da hinten, glaube ich. Da hinten. Oh. Oh. Da kann man sie mal alleine lassen. Natürlich, ich bin ja groß. Ich komme schon klar. Ja, da kommt Rainer. Ja. 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 Müssen Sie was besprechen? Oder ihr müsst ihr was besprechen? Wir waren ja schon mal. Heiland, wo. Was ist denn das? Los, Rucker, sollte jetzt funktionieren da vorne. Ja, danke schön, Rainer. Danke schön. Immer, da hätte ich direkt eine Bitte, kann ich mir eine Limousine ausleihen? Ja. Ja, Rainer, natürlich. Warte, ich holen. Komm mit. Du musst mir aber aufmachen. Ja, komm. Was ist denn das? Rainer, gehört es auch zu dir? Ja, ja. Nee, ich meine das eine da hinten. Was da läuft da? Guck mal da. Nee, das nicht. Also. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn man hier hin muss. Vielleicht den Pol noch da. Der Pole ist da hinten. Kann der vielleicht Chauffeur spielen ein bisschen? Ich geb dem auch was. Cash, ja, weiße. Da, guck mal, ich hab mit dem gesprochen. Und die willst du die Stretch-Limo haben? Nee, das andere Ding da. Das waren was für Patrio, Stretch, Baller, Cock. Genau, der Patrio. Oh. Da, guck mal, die haben hier voll minus alles so gemacht, ne? Security 1006 Mann, $6,000 an einem Abend weg. Weißt du, was ich meine? Naja, selber schuld. Das holst du gar nicht rein mit Eintritt und mit Cola und so ein Scheiß. Mach mal auf, fahr mal ein Stück vor, bitte. Was ist denn das für ein Bumsgerät? Das ist Limousine, du. Wow. Scheiß die Wandern. So. Kannst du die Pole daran holen? Ja, warte. Das ist das Auto und der Motor allgemein so. Bolek. Ja, Bolek. Komm mal mit, bitte. Natürlich. Hör mal, Lolek. Ich habe Arbeit für dich.
Pass auf, der Rainer, ne, das ist ein guter Freund von mir, ne? Der leiht sich jetzt die Limousine da aus. Hast du Lust, dir Geld zu verdienen? Der Rainer zahlt immer gut. Du, als Chauffeur, als Chauffeur. Ich fahre dann. Ja. Der Rainer gut, hat immer gut Cash nicht? Am Start, ne? Wie viel wird der bei rausspringen so? Ja, bleib mal hier stehen. Wollen wir dann mal wieder zum Stadtpark? Rainer, komm mal kurz mit, bitte. Achso, ihr müsst noch was, ne? Rainer, was, wie lange und wie viel? Eine halbe Stunde. Wie viel? Weiß nicht, 5 auf Tacken direkt. 5000? Naja. Ja, dann. Also eine Stunde, dann Stunde, pass auf. Stunde 5, ja. Ja. Ui, ui, Stunde 5. Der ist natürlich ein sehr guter Fahrer, muss man sagen. Also, ja, dann machen wir 7, ja. Ja, dann gib mal her, Schrägel dort. Warte hier, geh zu deinem Mädchen rein. Pole. Russe, ja. Ja, pass auf, eine Stunde für 3.500. 3.500 auf die Hand ohne Steuer. Cash gut. In the Tash. Sag ich, nein, das so. Eine Stunde, genau. Genau. Nur ein bisschen rumfahren, mehr nicht. Dann kannst du auch umsonst gut trinken und essen und so. Nein, habe noch eins dabei. Okay. Vielen Dank. Ja, warum nicht? Ja, was? Und das ist unser Firmenwagen unterwegs. Ja, richtig. Hier hast du 3.500. Dankeschön. Ja, gern geschehen. Ja. Okay, dann da vorne ist unser Auto. Also, wer fährt da das mit? Nur und die, alle Damen? Weiß ich nicht. Der glaubt, der Rainer macht einen drauf. Irgendwie nur ich so. Verstehe. Ja. Naja. Was denn in die Wagen rein dahinter? Wie sitzen denn da überhaupt? Nee, ich glaube, der Rainer will lieber liegen. Mach einfach da. Mach Scheibe irgendwie da. Trennwand hoch. Oder oh, so. Bitte nicht. Nein, wenn Therapie ist, muss das so kommen. So. Wie Therapie? Nee, die machen da kein Liebe oder so eine Scheiße. Ja, dann warum dann Scheibe hochziehen? Warum will er dann liegen in der Auto? Disk. Wie heißt das? Geheimnis. Disk. Geheimnis. Diskret. Sekret, irgendwas. Okay, Rainer, bis ist später. Gebongt. Eine Stunde. Schönen Abend noch. Tschö. Alles klar. Pole, viel Spaß. Tschö. Tschüss. Danke. Ja, du musst mit, du fährst doch. Ja, du nicht, oder was? Nee, ich muss hier Bücher gucken. Okay, wir. Nummer von mir. Ich rufe dich einfach an. Hallo. Gib mir deine Nummer hier. Ja. Hast du was zu schauen? Warte. Mich eine neue Nummer, weil mein Zinker ist weggegangen. 77 Moment. 77 285. 77285. Richtig. Okay. Bis später. Viel Spaß. Bis später. Dankeschön. Hey, Pole! Oh, ja. Jesus Maria, ey, leck mich am Arsch. So. Kinders, so wenig bin ich noch nie auf den Chat eingegangen. Subtry, Dankeschön für 8 Monate. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Hunty, vielen Dank für 5 Euro. Dankeschön für die Donation. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank für die lieben Worte. Driver, nochmal Dankeschön für die 5 Subgeschenke eben. Vielen, vielen Dank. So. Das Telefonbuch ist der Hammer. Ja, Smoker speichert es immer ab, wie er will. So. Oh, Elli, warte schon mal, Elli rein. Nicht erreichbar, ist er gar nicht mehr da. Scheiße.
Nicht erreichbar. Holt Handy wieder raus. Reisi. Noob incoming, wie geht's dir? So, probieren wir nochmal Hopfner. Alter, muss ich aber in der Nacht drüber schlafen, wa? Die haben ja echt nur Misswirtschaft hier gemacht. Das ist ja nicht normal. Und dann hat der noch, da wirst du noch beklaut. Wie hieß der? Matt Boderick, ne? Alter, macht der das Konto leer. Hammerhart, wa? So. Big Business, ja, ja. Jenny, grüß dich, wie geht's dir? Ja, richtig. Richtig, Aberei, richtig. Ach, nee, 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 nee. So. So, jetzt muss ich aber mal hier, warte mal. Okay. Also es kann abgeschlossen sein, wer einen Schlüssel hat, der kommt rein. Okay. Nee, 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 ich will, warte mal. Wo war nochmal die fucking Taste für Schlösser tauschen? Z war das? Nein. Warte mal. Machen wir von innen. M ist Schlüssel nachmachen. Okay. So. Smocker. Ja, bitte. Wegen den Google Documents. Ja, gleich. Dann. Schreibst du mir eine SMS dann oder so? So vielleicht so in 15 Minuten. 15 oder? Minuten? Ja, circa. Okay. Dann können wir ja mal zu dritt sprechen da. Ja. Zu dritt? Mit wem noch? Ja, oder auch zu zweit. Das ist auch egal. Ja, wie gesagt, ich bin noch gerade am Fahren. Also, ich stehe gerade noch, aber wenn wir dann fahren, das gucke dann, muss dann Bescheid sagen. Ja, okay, ne? Ansonsten per SMS. Ja, richtig, ist. Richtig. Okay, bis später. Tschö. Bis später. Tschüss. Mahudi, grüß dich. Normalerweise wollte ich jetzt keine mehr verschicken. Ich habe so viele Autogramme verschickt, war unglaublich. Weit über 200 waren das insgesamt. Musst du dafür nicht im Dienst sein? Ja, 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 ja. Da müsste ich mich oben wieder. Nee, kann ich ja gar nicht. Kann ich gar nicht. Kann ich ja gar nicht, weil das ist jetzt oben weg. Weil wenn ich das jetzt eingestellt wurde hier, weil man kann immer nur eins machen. Muss mal quatschen, wie man das regelt. Bambler ab, Vögelchen. Dankeschön für den Zap. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Gerrit, les mal TS. Wie, les mal TS? Hä? Ich bin im Stream gerade. Hätte auch gerne eins, habe aber kein Facebook. Ja, einige haben mich auch per E-Mail angeschrieben an gerritkellerine@web.de. Ihr seid verrückt, Kinders. Ey, wir haben 2849 Subs, wa? Dankeschön. Unglaublich. Chris, dankeschön für 6 Monate. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. Wobei, eine wunderschöne Nacht wäre besser gesagt. Und Kakuso-Vögelchen, dankeschön für den Zap. Vielen Dank für den Support. Dankeschön, Kakuso. Ende September, Anfang Oktober ist es geplant, Noob. Der Konfetti, Alter, der Konfetti. Das ist echt, ey, das ist... Hier komme ich nicht rein, ne?
Jesus Maria, ey. Aber man kann aus dem Puff natürlich einiges machen, ne? Habe ich schon mal gesagt, der Schlagerliebe? Oh Gott. Oh Gott. Schlager nach dem Puff, ja, ja, so ungefähr. So, Tür ist zu. Ach ja. Ich weiß noch, wie Gerrit bei den 2.000 Subs Pipi in den Augen hatte. Wie wird das erst bei 3.000 Hashtag verdient? Man weiß ja gar nicht, ob man es erreicht. Ne? Das ist ja auch immer bei den Subs immer oder bei den Resubs immer so ein Hoch und Runter. Weißt du? Dann verlierst du mal wieder an einem bestimmten Tag, verlierst mal wieder 20, 30. An einem anderen Tag machst du wieder plus 20, 30. Ne? Ja. Abwarten. Abwarten und Tee trinken. So. Cool. Smoke hat einen Puff, ey. Ich werd bekloppt, ey. Hammer 8, ey. Och nee. Och nee. Bist du gebannt? Entschuldige mich für meine Schandtaten. Juri, du alter Sausack. Suxti, danke schön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr lieb von dir, Suxti. Und Juri, gibt sich auch noch. Juri von Rotz, ey. Dankeschön für 3 €. Vielen, vielen Dank für die Donation. Bist du gebannt? Echt? Bob, ist der gebannt? Echt? Ich weiß das nicht. Juri, was hast du denn gemacht, Junge, dass du gebannt wurdest damals? Das muss aber schon lange her sein, wa? Bestimmt 1,5, 2 Jahre oder was? Juri, leck mich am Arsch, ey. Aaron Presley, ich bin wieder entbannt, alles gut. Ach so, okay. Da ist er doch. Was heißt, ja, Lob auf den Rainer auf jeden Fall. Ich sag, hab ja heute noch gesagt, wir hatten heute auch vor der Community-Besprechung heute, hatten wir auch ein Gespräch, da war Heideltrau zum Beispiel, der Staatsanwalt war mit dabei, Rainer, Ranzratte, Gigant und meiner einer war mal im Channel und da habe ich auch gesagt, dass er halt momentan sehr, sehr viel macht, ne? Und auch sehr, sehr viel umsetzt, das muss man wirklich sagen. Und ja, mal gucken, was ich glaube, ich sehe positiv in die Zukunft von True Life auf jeden Fall. Ich sehe positiv da in die Zukunft, ja, auf jeden Fall. Just Fan, Gerrit, bald ein Sub von mir, sobald Kohle da ist. Guten Abend. Ach Quatsch, brauchst du doch nicht. Nee. Ja, und er wird ja jedem helfen. Guck mal, wenn jemand Ideen hat und das ist für den Server von Vorteil, von Nachteil darf es ja nicht sein, aber von Vorteil oder könnte vielleicht ein bisschen Leben in die Bude bringen, dann klar, dann hilft man doch, ne? Das wird er auch bei einem anderen machen, der sagen würde, hier, ich habe die und die Idee, kann man da was machen oder weiß ich irgendwas, ne? Ja. Weiß ich nicht, Herr Löwe. Doch klar, sind immer geile Streams und das möchte ich auch gern unterstützen. Ach, Blödsinn, spar dir dein Geld. Ah, Hopfi, ich hab dich versucht anzurufen, da warst du schon weg, Junge. Ich hab dich versucht anzurufen. Wäre als Admin auch schlecht, wenn man... Ja, man muss immer positiv denken. Maushaus Klaus. Na, die war am Anfang da. Die war am Anfang da. Pass mal auf jetzt. Pass mal auf. Du hast so lange gebraucht. Ja, wichtige Sachen hier, wa? Wichtige Sachen. Ja? Hallo, Herr... Du weißt, ne, Herr Smoker, wenn du dich innerhalb der nächsten 10 Minuten nicht in die Zelle begibst, wo du hingehörst, dann suche ich dich mit einer Großfahndung. Hä?
Was? Was tut der denn? Was? Ja. Ihr Verbindung war weg, wurde unterbrochen. Wenn du dich innerhalb ja, der nächsten 10 Minuten nicht ins LSPD einbefindest, denn? Wirst du gesucht. Von wem? Ja, lass mal suchen. Kann mich mal. Oh Mann. Das ist ein Asi. Ich habe doch nicht mein Auto hier. Junge, ich habe noch nicht mein Auto. Komm, den Spaß tue ich mir noch an vor Feierabend. Ach, Firmenwagen. Ja, nee, komm. Smoker denkt da jetzt nicht dran. Firmenwagen. Smoker läuft jetzt. Ich fahre mit der Stretch im Online. Das habe ich gerade erst zuerst im Chat gelesen. Ah, nee. Hallo. Oh, Pole. Komm, steig auf. Ja, ich brauche was zu trinken. Hast du was? Ja, ich habe. Kannst du mir was geben, bitte? Natürlich. Gullibert. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Dankeschön für den Support. Vielen Dank. Muss mir was geben. Danke, Gullibert. Kann dir nichts geben. Warte. Deine Taschen sind voll. Warte. Hier, bitteschön. Ah, danke schön. Aberei. Auch vielen Dank. Immer noch? Immer noch? Oh. Das passt nicht bei dir. Warte, ich gebe dir dann was Kleines. Ja, bitteschön, das müsste gehen. Geht? Nein, es ist taschenvoll. Ja, warte. Ne. Ich schmeiß hier was auf der Straße, aber nicht sagen, ne? Natürlich nicht. Und ich mache kurz was in meine Motorrad rein. Warte mal. So. Okay. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Oh. Oh. No, muss gut sein. Ja. Ich muss mal zur Polizei, Pole. Kannst du mich fahren? Natürlich, wenn ich nicht fahre, muss ich nur festhalten. Ja. Und deine Helme aufziehen. Willst du nicht, dann gut. Fahr einfach. Just for fun. Herzlich willkommen und Dankeschön, Aberei. Vielen, vielen Dank für das Abgeschenk. Aber kannst du da nicht irgendwie machen, so dass man kann bekommen, nur eine geheilt. Nicht von dir aus, sondern von, du weißt schon. Makro. Irgendwie. Makro Simo, Dankeschön für 2 Monate. Pro halbe Stunde. So. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, sehr lieb. Mock. Du hast ein wackeliges Motorrad. Warst du schon mal in der Werkstatt damit? Ich war schon heute damit in der Werkstatt, ja. Gut, danke schön, ja. Hast du mich verstanden? Ja. Ja, wegen der Gehalt, dass wir das bekommen vielleicht. Ja, muss ich nicht mal. Dass wir uns dann immer auf Hand geben mussten. Ja, dass muss ich mal. Du musst mal dringend zum Arzt. Ja. Ich muss, warum dringend zum Arzt? Was ist los? Du, ist dir kalt oder was? Du zitterst ja ohne Ende. Ja. Gut, wir schreib SMS, ne? Natürlich. Okay. Tschö, Pole, danke schön. Tschö, Russ. Doch, da muss ich mir reinziehen jetzt, Member. Ab zur Polizei. Nämlich einfach Flo, grüß dich. Crash. Nee, der Club ist zu. Der Club ist zu, da kommt nur jemand rein, der einen Schlüssel hat. Da kommt nur jemand rein, der einen Schlüssel hat. So. Schicksal, ja, ist so. Dancer, na, alles fit?
So wie der Matt, genau. Der hat einen, ja. Aber er kann da nichts machen. Kann sich höchstens Getränke da kaufen. Sonst kann er nichts machen. Nein, haben die auch nicht, Loschlord. Haben die auch nicht. Vom Bumschuppen, genau. Hi Gugu, danke schön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, sehr lieb von dir, Hi Gugu. Der neue Besitzer vom Bumschuppen. Warum kommt da jetzt nichts? Ist abgestürzt, ne? Kein Taskmanager. Hey, lass mich mal da rein. Ah, jetzt ist Maus weg. Okay. Okay, machen wir nochmal. TS sind wir noch drinnen, ne? Ja, TS sind wir noch drinnen, okay. So. Ach ja, Ripper grüß dich, wie geht's dir? Eloy, was höre ich da über Dennis, was denn? Loschlord. Oh, Ripper, gerade noch vorgelesen. Ripper, danke schön für den Sub, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, sehr lieb von dir, Ripper. Gewerbeamt, wie geht's dir? Katzmandu, Windows M? Okay. Der Fetti will nur brechen. Tante Mini. No. Ach, der wird gar nichts versuchen. Was will er denn versuchen? Da gar keine Beweise. Führerschein wurde mir geklaut. Ja. Jackson, ne? Treaty, wie geht's dir? Ist Dennis jetzt schief? Weiß ich nicht. Airbreaker. MPB, wie geht's dir? Vögelchen. Vögelchen. Kevin ist da. Was wird dir denn vorgeworfen? Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ach ja. Petrusch. Oh, das ist ja lieb. Petrusch, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank, dass du mich so in dieser Form unterstützt. Dankeschön, Petrusch. Vielen, vielen Dank. Petrusch. Eigentlich, weil wir wollen hier keine Nein. Geschichten, wir wollen kurz und knackige Informationen haben. Ja, also wie gesagt, der Carsten hat sich ja die Bewerbung und so weiter angeschaut und das Gespräch mit ihm geführt, der ist ja nicht umsonst eingestellt worden. Guten Tag. Hallo. Wo ist der Herr Walter? Was? In einem Gespräch im Büro. Ich soll mich hier melden, hat der gesagt. Okay, dann bleiben Sie ganz kurz sitzen. Oh, Tiger, wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, auch. Wie siehst du aus? Wie jemand, der gut aussieht, denke ich. Ach, oh also, Gott. Ja, ich warte hier. Die von okay. Anton Ivanov. Gerrit. Ah. Ja, gut. Einmal mitkommen, bitte. Da fährt nur ein Auto weg.
Was? Noch 49 bis zum nächsten Emote, richtig? Warte. Ich will gucken. Wir haben jetzt 2935 Subpoints von 3000. Das sind noch 65. 65 sind es noch. Ja. Kann man Ihnen helfen? Ja, ich soll mich beim Herrn Walter melden. Ja, Walter. Sie meinen Herrn Weiß. Wer? Herrn Weiß. Walter, ja. Ja, dann heißt er wohl mit Vornamen Walter. Ja. Wer bist du denn? Ich bin Frau Heyerdahl. Eier machen gehen, oder was? Nee. Nein, Heyerdahl. Heyerdahl, ja. Ich kannte ja. Mal... Was machst du hier? Ich arbeite hier. Du bist doch gar kein Polizei. Ich bin der Innendienst. Ich bin der Innenreiniger. Okay. Freut sich, kennenzulernen. Wie ja, heißen Sie? Freut mich auch. Schmoker. Und du? Heyerdahl. Nee, mit Vornamen. Sie heißen doch nicht mit Vornamen Smoker. Nee, Gerrit. Ja, ich bin Ilka. Milka. Ich hab das früher immer gern Ilka. Geguckt, die Milka. Was? Ohne M, Ilka. Ohne M, Ilka. Was ist ja. Das für ein Name? Ohne M, Ilka. Ja, ist mir egal. Ich grüße dich ohne M, Ilka. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Mir auch, danke. Ja, arbeitest du schon lange hier? Seit 2 Wochen jetzt. Hab dich noch nie gesehen, ne? Ich bin auch meistens da im stillen Kämmerlein und schreibe Akten. Wirklich? Ist das nicht langweilig? Nö, geht eigentlich. Ja, ich mach da immer sauber, ne? Bist du das, die immer die Milch trinkt da und dann stehen lässt auf dem Schreibtisch? Nee, das ist widerlich, das würde ich nie tun. Ja. Hör mal, Ilka, magst du Kinder? Solange sie nicht länger als eine halbe Stunde in meiner Obhut sind, ja. Magst du keine Kinder? Ich habe Angst, dass ich sie kaputt mache, aber ansonsten kein Problem, aus der Ferne gerne. Du bist ein Reimer, ne? Aus der Ferne gerne, ne? Ja. Das war reiner Zufall. Ja, der habe ich eben auch gesehen, den Rainer. Woher kennst du den? Bitte was? Den Rainer. Rainer Zufall. Das ist der Rainer. Woher kennst du den? Ich kenne keinen Rainer Zufall. Der ist auch Polizist. Der Rainer. Ja. Ja, nee, dann. Wird das nichts mit uns beiden. Ich möchte Kinder, ich habe Kinder und ich möchte Kinder noch haben. Okay. Tut mir leid, also das würde nichts, ne? Das kann ich verkraften. Ja, gut. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das jetzt sagen soll, so direkt. Ich bin so ein direkter Typ, ne? Immer raus damit, ne? Ist ja. Besser, als mal eine spätere Enttäuschung zu haben. Ja, nee, da muss ich leider... Ich meine, gut, okay, guck mal. Guck, ich bin natürlich... Ich bin, attraktiv. Ja, weiß ich natürlich auch, ne? Und, ne, du halt nicht, ne? Nee. Dann hab ich wohl Pech gehabt. Ja. Ist ja nicht ihre Schuld. Nee. Ich meine, ich könnte ja, sind wir mal ehrlich, Ilka, ich könnte natürlich schlechter aussehen, ne? Ja, aber da sie könnten sich damit mit dem Gesicht auf den Asphalt legen. Das würde wahrscheinlich helfen, ja. Aber ich das würde ich Ihnen nicht raten. Wie auf dem Asphalt legen? Naja, wenn Sie sich jetzt mit dem Gesicht auf den Asphalt legen und so ein bisschen hin und her scheuern, dann sehen Sie sicher nicht mehr so atemberaubend aus wie jetzt. Ich habe früher viel auf der Autobahn mit Murmeln gespielt. Kennst du das mit Murmeln spielen? Ja, mit Murmeln spielen kenne ich, aber nicht auf der Autobahn. Ja. Geschicklichkeit war da, ne? Und Geschwindigkeit, ne? Ja, muss es immer schnell sein, ne?
Das glaube ich. Ja, kannst du mal sagen, Walter, ich bin da, ich habe nicht Zeit, viel hier immer. Ja, ich glaube, der ist Assistant Chief, der hat viel zu tun. Nur auf den Herrn ist mir egal, den kenne ich schon lange. Da ist was wie ein Sohn für mich, weißt du? Ja, ich glaube, aber es ist gerade so wichtig, dass auch ein Ziehsohn keine Zeit für ich bin der Vater. Ja, ja, dass ihr Ziehsohn keine Zeit für sie einräumen kann. Ach so, läuft das jetzt hier. Jetzt hat der Sohn noch nicht mal mehr Zeit für seinen Vater. Ja, das ist manchmal leider so. Ich ruf dir den so an. Okay. Da habe ich ihre Nummer eigentlich schon? Nein. Ach nee, ich habe nee gesagt. Nee. Richtig. Ja. Ja, ihr ist Papa, steht auf. Ich sehe dich. Ja, setz dich auf deine Arsch und warte. Ich gehe jetzt wieder. Wenn du gehst, wenn du gehst, Herr Smoker, dann geht nur ein Teil von mir. Dann machen wir eine Großfahndung und du landest wirklich im Knast. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nee, hast du nicht, Frau Annabelle? Hä? Weil die habe ich schon ewig gesehen. Du setzt dich jetzt da 5 Minuten noch hin, Smoker. Nee, so viel Zeit habe ich nicht. Herr Wolf? Der Herr Anton Ivanov, der hat mir gerade das gestohlene Geld von dem Shop-Überfall wiedergegeben. Das war mit Glück und was auch auf dem Dach. Ne? Wieso geht zurück. Das? Zurück! Was? Oh. Zurück! Ja, hallo, Herr Walter. Ich muss den auch mal notieren. Na, pass mal auf, du elender Follower mit deinem blöden Hut. Den stecke ich dir irgendwann so tief in den Arsch noch, dass du machst mich fertig, Smoker. Waren Sie beim Friseur? Schöne Haare. Ja, warst du auch beim Friseur, Smoker? Das Rot war bestimmt schwer aus den Haaren zu kriegen, oder? Was für ein von Rot auf Weiß. Wie Rot-Weiß? Pass auf, Smoker, ich gebe dir jetzt ein Angebot, ja? Wirklich letztes Angebot. Nee, ich hatte heute schon ein Angebot. Hab hör schon gekauft zu, für 100.000. Ja, weiß ich. Hör zu. Wenn du mir jetzt wenn du jetzt zugibst, dass du das gemacht hast. Was gemacht hab? Dich verkleidet als Frau mit deinen fetten, ekligen, weißen, behaarten Oberschenkeln. Hä? Mit deinem komischen. Ich habe sogar deinen komischen, weil auch immer in deinem Hals da unten hängt, gesehen. Ich wollte eigentlich hier was melden, Herr Walter. Ja, pass auf. Wenn du jetzt zugibst, dass du die Kacke gemacht hast, dann lass mir die Anzeige fallen. Was für eine Anzeige? Sexuelle Nötigung ist im Stadtpark aufgenommen worden. Ja, ich möchte was anzeigen. Ich habe nicht meinen Führerschein, der ist weg. Ja gut, und wie bist du hingekommen? Ja, zu Fuß und der Pole hat mich gefahren. Mit Motorrad. Ja? Ja. Also, du hast verstanden, was ich gesagt habe, ne? Nee, nicht wirklich. Ich gebe dir jetzt 2 Minuten Zeit und dann wirst du bei dem Herrn Geständnis geben. Bei was? Nö, ich mach gar nichts. Ich geh jetzt nach Hause. Ich hab alles gemacht. Ich gehe jetzt nach Hause. Warum? Ja, weil ich nach Hause gehe. Okay. Ja. Was hat denn Herr Weiß gesagt? Ich soll Geständnis machen. Ja, wenn Sie ein Geständnis machen sollen, dann sollten Sie ein Geständnis machen. Nee, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, das kann ich ja nicht beurteilen. Ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist. Sagen Sie dem Herrn Walter, dass ich weg bin. Herr Weiß, nehmen Sie bitte auf. Ja, nö. Nehmen Sie bitte auf, dass der Herr seine Identität vorgetäuscht hat als Frau Annabelle. Gar nicht. Lutschi, wo ist die Annabelle? Und unten, die Annabelle ist wieder da. Unten aus der Zelle abgehauen ist während des Stromausfalls. Mein Herr, wenn er kein Geständnis gibt, wenn er das Geständnis gibt, lassen wir das fallen. Er darf gehen. Wenn er es nicht gibt, packen Sie den unten wieder in die Zelle. Egal, was er macht. Hä, okay, wieso? Frau, die Identität ist Diebstahl. Hä? Okay, ist aus der Zelle geflohen. Ach, Smoker, die ganze JVA ist wieder voller Gangstern. Soll man dich da wieder hin? Warum soll ich denn in die Zelle? Was habe ich denn getan? Du hast deine Identität vorgetäuscht, Smoker. Nee, ich bin hier gekommen, um zu melden, dass mein Führerschein weg ist. Ich habe den verloren. Ja, weil wir den weggenommen haben. Nee, stimmt. Als du deine Identität vorgetäuscht hast. Nein, habe ich doch gar nicht. Was erzählen Sie denn, Herr Walter? Okay, nehmen Sie das alles auf. Das nehme ich soweit auf. Hm? Ich möchte kein Geständnis. Ich habe gar nichts gemacht. Nee, wo ist denn die Frau Annabelle? Ich möchte sie wieder sehen, bitte. Ja, warte, ich guck mal ganz kurz. Warte mal. Ja. Hier. Bleib mal kurz. Die steckt in deinem Arsch. Hä? Ja, guck mal. Ich
fühle mich hier verarscht ein bisschen. Das war meine große Liebe, Herr Walter. Wo ja. ist die Frau? Ach, stehst du auf muskulöse, behaarte Männerbeine? Die Annabelle war ein schönes Mädchen. Schöne rote Haare. Wissen Sie, hören Sie auf, schreiben Sie die Scheiße nicht auf, hau ab. Wirklich jetzt. Ja, du schaffst es immer wieder, uns alle fertig zu machen. Dann schmeiß ich den mal weg. So. Ja, Herr Walter. Hä? Das ist auch geregelt. Das ist ein Typ, Alter. Das ist ein Typ. So,